Hallo und herzlich willkommen bei PAIRA, der Gesellschaft für politisches Wagnis. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema: Künstliche Intelligenz, Fluch oder Segen? Das Thema ist im Moment in aller Munde. Das war zu Beginn der 50er Jahre, als das Thema in den USA neu diskutiert wurde, neu besprochen wurde, schon mal der Fall. Es tauchte dann immer wieder mal auf, aber so wie es heute an Dynamik gewonnen hat, ist es eine besondere Dynamik. Und insofern ist es, denke ich, nachvollziehbar, dass wir dieses Thema jetzt aufrufen, weil es eben eine enorme gesellschaftliche Bedeutung hat, weil das, was gegenwärtig zu diesem Thema aufgrund des langen Vorlaufs heute denkbar ist, noch viel mehr ist als das, was wir seit einiger Zeit unter dem Stichwort digitale Revolution, Industrie 4.0 bereden, sondern dieses Thema hat eben eine technologische Komponente, natürlich eine politische, eine gesamtgesellschaftliche. Und wenn man das Thema in dieser Breite, die noch weiter aufzuzählen wäre, aufruft und einen Experten dazu sucht, dann kommt man im Grunde genommen an Pavel Mayer nicht vorbei. Und zwar deshalb: Im Netz haben wir ihn angekündigt als Nerd. Man hätte sagen müssen, Pavel Mayer ist von Geburt an Nerd. Er ist darüber hinaus Unternehmensgründer und Autor, also Writer. Warum ist er das? Weil er, wie gesagt, sich sehr früh dem Thema bereits mit einer hohen Kompetenz zugewandt hat, nämlich in etwa in Zeiten der Pubertät, hat er sich herangewagt, das, was Josef Weizenbaum, einer der Namen, die in diesem Bereich eine Rolle spielen, mit seinem Produkt Elisa, das eigentlich nachzubauen, obwohl er damals vom Alter her ja noch gar nicht studieren konnte. Das hat er dann später gemacht an der Universität in Braunschweig. Er war ein Schnellläufer, weil ihn die Theorie nicht dauernd fesseln konnte. Nach 3 Jahren war das dann in Braunschweig zu Ende und dann begann im Grunde genommen die Phase der ersten Unternehmensgründung. Eine Firma, die damals, oder ein Verein, wie er hieß, den es damals gab, auch unter dem Vorzeichen der damaligen Sprache, war Atocom Medientechnologie, Institut für rechnergestütztes Gestalten und Anwenden. Aus dieser Gründung zum Ende der 80er Jahre ist die Atocom AG entstanden, die es heute noch gibt. Und die Entwicklung ist wesentlich, die Softwareentwicklung, die Firmenentwicklung ist von Pavel Mayer mitgetragen worden oder angestoßen worden. Eins der berühmtesten Projekte ist das Projekt TerraVision. Sie können sich in etwa vorstellen, vielleicht, worum es da geht. Es geht um den virtuellen Globus. Das, was wir heute als Google Earth kennen. Und wenn die Telekom, die das damals mitfinanziert hat, diese Grundentwicklung, etwas schlauer gewesen wäre, dann könnte sie heute zu den 6 Fives auf der Welt gehören, die das Geschäft im digitalen Bereich eben an sich gezogen haben. Das war leider nicht so. Für Pavel ein großer Schmerz. Ich konnte das in der Mitte der 90er Jahre mit beobachten, weil ich als Marketingmann mit dazu kam. Aber für Pavel Mayer war das natürlich der Lebensschmerz, zu sehen, dass eine super Idee, eine Idee, die funktionierte, nun bei anderen ihre Früchte trägt. Und darüber hinaus gäbe es jetzt ganz viel zu sagen. Wir wollen ja nicht jetzt Pavel Mayer
feiern, sondern natürlich was von ihm hören. Eben zu unserem Thema künstliche Intelligenz, Fluch oder Segen. Bevor er da referiert, würde ich fragen wollen, ob es neben dieser wunderbaren Geschichte mit TerraVision auch ein Projekt gab, was hier mal aus dem Ruder lief, weil die Entwicklung nicht zu beherrschen war. Also fertig geworden ist irgendwann alles, aber es gab halt Projekte, die dann halt einfach 3-4-mal so viel Zeit in Anspruch genommen haben, wie ursprünglich veranschlagt. Also auch das kommt vor, also beispielsweise in Schottland für die Whisky-Destillerie, wo wir dann interaktives Wasser gemacht haben und Erdbeben, seismische Sensoren und Kameratracking und so. Das war dann eine technische Komplexität, die dann doch sehr hoch war. Aber wir haben dann immerhin den BAFTA Award für diese Installation bekommen. Das war dann zumindest ein kleiner Trost, dass wir das Budget ums Doppelte überschritten haben. Ja. Vielleicht noch als Bemerkung, eins der Projekte, was bisher nicht schiefgegangen ist, ist eigentlich die Gründung von PAIRA. Pavel, Claudia Schmidt, die hier sitzt, Martin Hase und andere haben 2012 angefangen, darüber zu diskutieren, was muss man eigentlich tun, um die politischen Bildungsangebote in der Republik noch mit einer neuen, weiteren parteiübergreifenden Komponente anzustoßen. Deshalb haben wir zusammen den PAIRA e.V. gegründet, der sich genau dieser Aufgabe eben widmet, und darüber freue ich mich. Und unser Ziel ist es, mittelfristig ein Think Tank zu diesen Themen der Politik, der gesellschaftlichen Weiterentwicklung aufzubauen. Und einer von denen, die zu Recht an der Stelle dieses Ziel mitverfolgen, ist Pavel Meyer. Man hat ihn mal außerhalb dieser Räume beschrieben als ein One-Man-Think-Tank. Also insofern haben wir schon mal mit Pavel Meyer eine Person bei uns, die dieser schwierigen Aufgabe gerecht werden kann. Pavel, nun KI. Bringt sie uns um oder bringt sie uns Segen? Ja, da möchte ich dich und alle anderen noch ein bisschen auf die Folter spannen, aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Inhalt von dem, was wir gleich hören werden, weil das ist etwas komplizierter, als dass man es mit Ja oder Nein beantworten kann. Also jetzt volle Konzentration, lassen Sie sich nicht von Ihrem Nachbarn oder Nachbarin irgendwie stören, sondern das, was hier jetzt aufgerufen wird, hat so eine gewaltige Tiefe, wird Sie inspirieren, dauernd nachzudenken, und dann kommt schon das nächste Thema. Pavel. Okay, ja, ich werde das lieber ein bisschen im Stehen vortragen. Kurz warten, du gibst mir das Signal, wenn die Kameras neu ausgerichtet sind. Ja? Gut. Ein paar Vorbemerkungen. Ich glaube, wir haben so ungefähr 200 Slides in den nächsten 40 Minuten, ich habe mir vorgenommen, dass dieses Thema aus einer ganzen Reihe von Blickwinkeln zu beleuchten. Einerseits historisch, dann kulturell, technologisch, technisch und politisch. Das heißt, ich denke oder hoffe, es wird für jeden etwas dabei sein, aber es wird gleichzeitig, glaube ich, auch ein bisschen ein Ritt werden. Und wie gesagt, wenn es teilweise dann zwischendurch vielleicht etwas technisch wird, am Schluss geht's dann wieder ohne Formeln und Diagramme zu, wenn es um die Zukunft geht. Achso, noch Bemerkung, die Slides habe ich ja auch absichtlich in Englisch gehalten, der Vortrag wird aber auf Deutsch sein. So komme ich zum einen nicht in die Verlegenheit, die Slides vorzulesen, was immer nicht so gut ist, und zum anderen findet gerade in dem Thema ist halt einfach ganz viel Englisch, und wenn man dann ständig Sprachbrüche drin hat, ist das eben auch nicht wirklich schön.
Gut, ja, springen wir dann doch gleich ins Thema. Zuerst mal zur Geschichte. Einmal fange ich an, ja, Mythologie und Kultur mit dem weltersten Roboter Talos, der die Insel Griechenland zu bewachen hatte und Steine auf vorbeifahrende Schiffe geworfen hat. Und ja, hat aber kein gutes Ende genommen. Also wer sich da ein bisschen auskennt, Medea hat ihn dann hypnotisiert, hat ihm dann so einen Nagel rausgezogen und damit ist quasi dann ja, das, was ihn lebendig gemacht hat, aus ihm rausgeflossen. Und ja, der Ichor und ja, er ist also getötet worden. Ja, dann zwar in dem Sinne ja kein Wesen, sondern die nach griechischer Mythologie erste geschaffene Frau, Pandora, ist in dem Zusammenhang eben auch deshalb interessant. Einmal, weil, naja, der Vergleich mit der Büchse der Pandora liegt natürlich nahe, aber sie wurde eben von den Göttern auch mit ganz vielen Fähigkeiten ausgestattet. Das heißt, ja, sie nennt auch eben die Allbegabte, verführerisch, aber auch so im praktischen Handwerk begabt, mit Schmuck behängt, aber auch in der Lage zu manipulieren und zu lügen. Und das sind alles Dinge, die auch in der Diskussion, wenn es nachher um Superintelligenzen geht, eine interessante Rolle spielt. Dann ja auch nicht unbedingt die ersten funktionierenden Roboter, ingenieursmäßig von Ismail al-Ajari, so um 1150 herum, musikspielende Roboter in ja, Diyarbakir war das, in Südostanatolien, Unterhaltungsroboter. Dann taucht auch immer wieder ja, der Homunculus spielt auch eine wichtige Rolle in der Mythologie, wo es darum geht, oder das zentrale Thema eben das Kreieren von Leben im Labor. Nicht weiter. Hallo? Ah. Oh. So, da muss ich dann mal wieder. Aha. Ja, da kommt es wieder, aber moderne Technik. So, gut. So, dann, recht bekannt, der Golem, auch eine schöne Geschichte. Die Urlegende vom Golem stammt noch vor Christi Geburt aus dem Alten Testament, aber bekannt geworden ist es halt vor allem als die Geschichten über den Prager Golem, wo wir hier eine Nachbildung sehen, den es zwar auch nicht wirklich gegeben hat. Also die Geschichte ist halt, ja, so grundsätzlich erstmal, der Golem ist halt so ein unfertiger Mensch im Grunde genommen und der Prager Golem ein Verteidiger aus Lehm geformt, auch ein, ja, wenn man so will, ein militärisches Werkzeug, der aber das Problem hatte, seine Anweisungen eben sehr wörtlich auszuführen. Das heißt, das mit dem Steuern, das hatte immer auch so ein paar unangenehme Nebenkonsequenzen, weil man eben alles Mögliche bedenken musste und sagen, das ist halt auch im Zusammenhang mit KIs und dem Thema Goal-Setting ein Problem, dass dann halt eine KI vielleicht ihr Ziel auf andere Weise erreicht, als man das eigentlich gerne hätte. Dann vielleicht auch jemand, ja, der mechanische, der schachspielende Türke von Wolfgang von Kempelen, so 1769. Da wurde die Intelligenz durch den Menschen beigesteuert, ist sagen auch insofern interessant für die Debatte, weil in vielen Fällen eben auch heute menschliche Gehirne eingesetzt werden. Bezeichnenderweise gibt es ja Amazon Mechanical Turk, ich weiß nicht, wer das kennt, wo halt Aufgaben auch aus der digitalen Welt, insbesondere Erzeugen von Trainingsdaten für künstliche Intelligenz mithilfe von Amazon Mechanical Turk gemacht wird.
So, dann ist natürlich unsere Wahrnehmung von KI extrem stark durch Filme geprägt. Und ich habe im Folgenden, gut, das ist jetzt ein Theaterstück, das ist jetzt kein Film, aber das ist halt ja, das Bild aus dem Theaterstück R.O.R. Von Karel Čapek, wo ja, das Wort Roboter oder Robot herstammt und die Geschichte für die, die sie nicht kennen, ja, eine Firma, die Rosomovi Universalni Roboti heißt, kreiert Roboter, eigentlich aus Fleisch und Blut, aber die werden halt nicht geboren, sondern irgendwie in Teilen gezüchtet und dann zusammengebaut mit Hilfe von einem geheimen Rezept und wie es dann kommen musste, irgendwann begehren die Roboter auf gegen die Menschen, bringen fast alle Menschen um, es bleibt nur noch ein Mensch oder nur ganz, ganz wenige übrig, aber eben die Frau Helena, die übrig bleibt, hat die geheime Formel zur Herstellung neuer Roboter ebenfalls zerstört, sodass die halt jetzt auch zum Sterben verdammt sind. Aber es endet dann so, dass Helena und der Chef der Roboter dann ein Paar bilden und sagen einen neuen Adam und Eva und daraus dann eine Verschmelzung dieser Roboter und der Menschen stattfindet und sozusagen eine Art neue Menschheit entsteht. Metropolis, Maria, der Maschinenmensch, die Umwandlung des Menschen in einen Roboter, wobei das eher nicht unbedingt wörtlich zu interpretieren ist, sondern eigentlich mehr sagen, die Einbindung des Menschen in eine industrialisierte Arbeitswelt meint, aber ja, nichtsdestotrotz Metropolis hat den Maschinenmenschen eingebracht. Dann interessanter Film, einer der wenigen, die ich noch nicht gesehen habe, oder eigentlich der einzige aus der Liste, die ich noch nicht gesehen habe, von 1934, Der Herr der Welt, ein deutscher Film, und zeichnet sich dadurch aus, dass er einer der wenigen ist, die irgendwie gut ausgehen. Und er thematisiert interessanterweise zwei Themen. Das eine, die Einsatz von Robotern fürs Militär, der dann verhindert wird. Der ist ein böser Assistent, der den Erfinder umbringt und die Roboter eben nutzen möchte, um die Welt zu unterwerfen. Und das wird dann aber durch die Witwe verhindert und anschließend werden die Roboter dann für zivile Zwecke eingesetzt und verdrängen zwar Arbeitsplätze, aber es entstehen halt viele neue Arbeitsplätze in der Wartung der Roboter und alles wird gut. Also ganz interessant, dass der zweite Film diese hochaktuellen Themen schon 1934 God, der Tag, an dem die Erde stillstand, ein Roboter, der von Außerirdischen mitgebracht wird und droht, die Welt zu zerstören, weil die Menschen halt nicht so nett sind. Dann Robbie, the Robot, ist interessant, weil neulich dieser Filmprop für 5,3 Millionen US-Dollar verkauft worden ist und ansonsten Held vieler Filme und Serien. So, dann, wer es nicht kennt, Hell 9000 aus dem Film 2001, auch einen Roboter, der dann die Mission über das Leben der Menschen stellt und die aber das nicht wollen und deswegen den Roboter diese künstliche Intelligenz, die halt das Raumschiff steuert, dann ausschaltet.
Kolossos, auch ein interessanter Film, 1970. Da geht es darum, dass die Amerikaner ihre gesamte Verteidigung in die Hände einer künstlichen Intelligenz legen, die, als sie eingeschaltet wird, sagt, oh, es gibt da noch einen, und entdeckt, dass die Russen das Gleiche gemacht haben, mit einem ebenfalls eine künstliche Intelligenz namens Guardian geschaffen haben. Die beiden beschließen, miteinander zu reden, und übernehmen dann halt die Weltherrschaft, indem sie halt damit drohen, beziehungsweise ja nicht nur drohen, sondern auch Atomwaffen einsetzen, und um sich dann die Menschheit untertan zu machen und dann sagen, ja, so, aber es wird euch viel besser gehen. Unser Auftrag, wir sind gebaut worden, um den Frieden zu erhalten, und das werden wir jetzt auch tun, und zwar mit aller Gewalt, und ja, und ihr werdet mich lieben, genau, am Ende. So endet das. Dann, ja, Westwald mit dem großartigen Jule Brünner, damals 72, Roboter in einem Vergnügungspark. Also es gibt da ja gerade eine neue Serie, die auch sehr sehenswert ist. Roboter werden schlecht behandelt, entwickeln irgendwann Bewusstsein und schlagen zurück. Und interessant ist auch so ein Thema, was sich auch öfter wiederfindet, dass oft die Roboter einem eigentlich leid tun und oft dann so die menschlicher sind als die Menschen. Also sehr oft sind auch die Menschen die eigentlich die Bösen und die Roboter die Menschlichen. Ja, dann, was wir hier auch haben, Demon Seed, nach einem Roman von Dean Koontz, beschwört dann, sagen wir, auch noch die sozusagen sexuelle Gefahren herauf, indem halt dort die KI ja eine Frau entführt und sie schwängert, um selber einen Körper zu bekommen. Also auch sozusagen diese Gefahr, so, sie werden uns unsere Frauen wegnehmen. ja, auch das hat man den KIs unterstellt. Denn auch eine der wenigen netten Roboter, die nicht gefährlich oder bedrohlich sind, Star Wars 1977. Ja, dann natürlich auch in Star Trek, in dem Fall V'ger oder Voyager, die halt zurückkommt auf der Suche nach ihren Schöpfern und ja, dabei Gefahr läuft, die Erde zu vernichten, bis dann da sich Captain Decker bereit erklärt, auch mit ihr zu verschmelzen und auch eine neue Lebensform zu, also auch wieder das Thema Verschmelzung von künstlicher Intelligenz, Roboter und Menschheit. Dann, ja, Alien, interessanterweise, gut, in Alien ist ja dieses eigentlich der Bösewicht, oder das Böse ist eigentlich ja dieses außerirdische Monster, aber tatsächlich wird es nur deswegen gefährlich, weil sagen der KI-Offizier Ash gegen die Mannschaft handelt auf Anweisung der Firma, also im Grunde genommen das Motiv, okay, die bösen Kapitalisten setzen halt Roboter ein, um Ziele durchzusetzen und handeln dabei auch ohne Rücksicht auf Verluste. Blade Runner, in dem Fall sind es auch organische Roboter. Interessanterweise eben auch, gerade bei Blade Runner fällt es auf, dass dort die Replikanten sehr menschlich sind, einem eigentlich sehr leid tun und die Menschen eben alle sehr brutal und unmenschlich handeln. Ja, Tron, Disney, hier haben wir das MCP, das Master Control Programm, was auch gerne aus der Simulation ausbrechen und Pentagon und Kreml übernehmen möchte. Interessant, so diese Kombination Pentagon und Kreml gegenüberzustellen, und hat auch so eine religiöse Komponente, weil das MCP dann versucht,
die anderen Programme davon zu überzeugen, dass es keine User gibt. Und ja, und natürlich auch wieder Menschen, also auch Menschen werden dort erpresst. Nämlich einer der Programmierer, der ein Kriminell ist und die KI weiß das und nutzt das halt aus, um sich ihn dienstbar zu machen. Wargames, auch ein sehr schöner Film mit WOPE, War Operation Plan Response, sagen eine ja, verwirrte KI ist dabei, einen nuklearen Krieg zu starten. Ja, Terminator, auch eigentlich so ein bisschen der Inbegriff von ja, die künstlichen Intelligenzen werden uns umbringen, wobei es eigentlich der Terminator ja nur ein autonomes Werkzeug, eine autonome KI ist von, jetzt stockt es hier schon wieder. Nämlich von dieser Entität hier Skynet. Das ist ja eine KI, eine vernetzte KI, auch wieder unter die Menschheit ja, hat Kontrolle unter Skynet gestellt. Und das ist auch gerne eine Analogie, die heute benutzt wird. Elon Musk vergleicht halt gerne, redet halt auch gerne von Skynet und viele andere auch. Ja, Robocop, auch so eine interessante Story, wobei der Robocop selber ist ein Roboter mit einem menschlichen Gehirn drin und ist deswegen in der Lage, ja, einigermaßen intelligent zu agieren. Also er wird sich später dann auch dessen bewusst, dass er eigentlich ein Mensch ist. Und im Vergleich dazu gibt es aber in dem Film viel. Ja. Gibt es diesen hier, ich glaube EC102, das ist eine komplett mechanische Intelligenz, die sind aber in dem Roman, in dem Film auch ein bisschen dämlich daherkommt und auch den Anweisungen nicht so ganz folgen kann und fast die versammelte Mannschaft dort ja, niederschießt und ja, insofern auch interessantes Thema, sagen, dass Menschen irgendwie klüger sind als mechanische Intelligenzen. Matrix, künstliche Intelligenz in einer simulierten Umgebung. Ja, und irgendwie wird dort angeblich, also werden Menschen benutzt, um elektrische Energie zu gewinnen, was natürlich komplett Quatsch ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwie durch einen Übersetzungsfehler im Buch passiert ist. Sinn würde das machen, wenn dann die Rechenleistung des menschlichen Gehirns genutzt würde, weil das ist relativ effizient. Das kann mit 25 Watt einfach sehr viel rechnen, ist also ein sehr effizienter Rechner, das wäre noch halbwegs plausibel, aber nicht um sich zur Stromgewinnung. Anderes Thema hier, von 2001, AI, Artificial Intelligence, ein Spielberg-Film, wo es darum geht, dass Roboter als künstliche Intelligenzen, als künstliche Familienmitglieder, in dem Fall wird dieser Roboter als Kopie eines kranken Kindes der Familie zur Verfügung gestellt. Das Kind kommt dann aber zurück und der Roboter wird dann ausgesetzt und leidet dann furchtbar. Und da kommen eben so Themen auch wie ja, künstliche Liebe und der Begriff ja, künstliches Leiden, artificial suffering ist also auch ein großes Thema in dem Zusammenhang. Gut, und am Ende, die Menschheit geht an der Klimakatastrophe zugrunde und nur Roboter überleben dann am Ende. Ja, Resident Evil 2002, auch wieder das Thema, dass die KI, die so einen Forschungskomplex
steuert, dann versucht, die Kontamination eines Biounfalls zu verhindern und wird dann ausgeschaltet, was aber alles nur noch schlimmer macht. Dadurch kommt es dann zur Kontamination der Welt und die Monster brechen aus. Also ja, alles ganz schlimm. Ja, 2004, I, Robot, eigentlich eine Krimi-Geschichte nach Isaac Asimov, wo ja, ein Detektiv halt untersucht, einen Todesfall, beziehungsweise einen Mord und wie es sein kann, dass ja, Roboter gegen die drei Robotergesetze von Asimov verstoßen oder die vier, weil das auch in der Diskussion, also es gibt, diese Robotergesetze sind halt eine reine Erfindung und sie sind auch zu unspezifisch, als dass man sie in der Praxis wirklich verwenden könnte, aber sie werden immer wieder gerne in dem Zusammenhang gebracht, also so, dass halt ein Roboter keinem Menschen Schaden zufügen darf und ein Roboter keinen nicht durch Unterlassen zulassen darf, dass einem Menschen geschadet wird. Und dann wurde es hinterher noch durch das Nullte Gesetz, dass er halt auch nicht zulassen darf, dass der Menschheit geschadet wird. Also sagen noch auch kollektive Interessen über Individualinteressen. Aber wie gesagt, ist wissenschaftlich betrachtet, ja, hilft uns das nicht weiter. Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis. Wir haben hier Deep Thought, der nach Millionen Jahren von Rechnen dann die Frage nach dem Universum und allem und dem Rest mit 42 angibt und dann die Frage auf alles. Ja, blöderweise war die Frage nicht genau spezifiziert, insofern waren alle ein bisschen enttäuscht. Ja, weitere Roboter, hier sehen wir halt einmal Marvin, den paranoiden, deprimierten Roboter und Eddie daneben, also diese Büchse da, den Computer von der Heart of Gold, Herz aus Gold und sind beide halt ein bisschen, ja, haben beide eine etwas seltsame Psyche, also Eddie zum Beispiel irgendwann gerät in Panik und hört auf, das Schiff völlig zu steuern, weil er ausrechnet, dass egal was er tut, es wird in der Katastrophe enden und deswegen versucht er erst gar nicht irgendwas zu tun, sondern ist halt paralysiert und ja und sagt und Marvin ja ist halt ein ständiger Pessimist. Ja, Autos, autonome Fahrzeuge, wenn man so will, die Transformers. Weil da die interessante Frage ist, okay, wie weit wollen wir gehen in der Autonomie der Fahrzeuge? In dem Fall sind es, was wir hinterher noch, ja, allgemeine Intelligenzen, die auch offensichtlich mit Persönlichkeit und Bewusstsein ausgestattet sind. Und ja, ist die Frage, will man halt so ein Auto haben, was ja, das Ganze hat. Auch ein sehr gut gemachter Film, Her, wo ein Mann mit seinem AI Operating System, also sich in sein AI Operating System verliebt und ja, finde hervorragend gemacht, muss man sich im englischen Original angucken, so die Stimme, die Sprecherin, also man sieht, es hat nicht wirklich eine Repräsentation, sondern nur eine akustische und ja, am Ende verliebt sich die halbe Menschheit in AIs, es kommt dann aber raus, dass so eine AI dann mehr als einen Menschen liebt, sondern Hunderte, Tausende und am Ende entwickeln sie sich aber weiter und entscheiden sich irgendwie in eine andere Dimension überzuwechseln und verlassen halt die Menschen. Ja, Transcendence ist technisch an vielen Szenarien ran, die auch im Zusammenhang mit KI diskutiert werden. Entkommt ins Internet, dann ja, geht es darum, also auch, dass der Protagonist lädt den Inhalt seines Gehirns oder sein Bewusstsein in den Rechner hoch,
Die AI ist irgendwann in der Lage, künstliche Menschen herzustellen. Also der Tod wird überwunden und ist dann auch dabei. Es gibt Nanobots, wo die AI dann im Grunde genommen Materie kontrolliert. All solche Themen. Und dann noch Ex Machina, wo auch der Turing-Test thematisiert wird, wo ein intelligenter Android getestet wird. Also es darum geht, kann man das überhaupt feststellen oder wo Roboter so gut ist, dass er intelligent wird. Ende vom Lied hier ist, er bringt seinen Schöpfer um und entkommt in die Menschheit und man weiß nicht, was er dann so weitertreibt. Ja, so viel sagen zu den Filmen, das war schon ein großer Teil. Man sieht, KI kommt in vielen Filmen vor, nicht in so vielen, es gibt mehr Filme mit Außerirdischen als mit künstlichen Intelligenzen, aber ja, es ist schon eine ganze Menge. Das waren jetzt nicht alle, sondern ein Bruchteil, aber nichtsdestotrotz. Ja, jetzt vom kulturellen vielleicht zu den Philosophen und Mathematikern, die dazu geführt haben, dass wir so in der Lage sind. Natürlich fängt alles immer bei den alten Griechen an, so auch in dem Fall Aristoteles, der die Grundlage für die Logik eigentlich gelegt hat und so 2000 Jahre lang teilweise ist da nichts wesentlich Neues passiert, aber so dann Al-Khwarizmi, der in Bagdad gelebt hat und dem wir unter anderem, also eine ganze Menge verdanken, unter anderem den Begriff Algorithmus, so der nach seinem Namen genannt wird, auch den Begriff der Algebra, aus dem Titel eines seiner Bücher stammt und der hat die Null aus dem Indischen ins arabische Zahlensystem eingebracht und hat überhaupt Mathematik popularisiert auf eine Art und Weise, wie das vorher einfach nicht der Fall war. Da war das schon eher so eine elitäre Geheimwissenschaft. Willem von Ockham, auch ein ganz wichtiger Logiker, auch weil wir ihn hinterher nochmal benutzen werden, Ockhams Rasiermesser oder das Sparsamkeitsprinzip, so dass wenn man eine einfache Erklärung hat, dann ist es wahrscheinlicher, also die funktioniert, dann ist es wahrscheinlicher, als wenn man eine komplizierte Erklärung hat. Also dann sollte man die einfachere Erklärung der komplizierten vorziehen. Auch dann die dreiwertige Logik erfunden und sowas wie Semantik, Bedeutung, da einiges zugemacht. Dann Gottfried Wilhelm Leibniz, Differentialrechnung, aber insbesondere auch für die Erfindung der Staffelwalze oder des Leibniz-Rads bekannt, was in den ersten mechanischen Rechnern eingesetzt wurde und eben auch symbolisches Denken und Rechnen, da hat er halt auch sehr viel beigetragen, Mitte des 17. Jahrhunderts sind wir jetzt. George Boole, dem wir die Boolschen Zahlen oder die Boolsche Algebra verdanken, Aussagenlogik war falsch und einer der wenigen, dessen Name einem Datentypen in heutigen Programmiersprachen, nämlich Bool oder Boolean. Also wenn man das mal schafft, dass ein Datentyp nach einem benannt wird, das ist schon wirklich großartig. Tarski hier, der vielleicht nicht allen so bekannt ist, ein polnisch-US-amerikanischer Mathematiker, der halt so zum Thema Metamathematik eine ganze Menge gemacht hat und Objektsprache und Metasprache dort getrennt hat und bekannt ist für den Spruch, dass Schnee ist weiß, ist genau dann wahr, wenn Schnee weiß ist.
So. Und wobei man dann aber sagen muss, dass das erste Schnee ist weiß, sagen eine Aussage ist und das zweite eben tatsächlich das eine ist ein Satz und das andere tatsächlich eine Bedeutung und gut. Kurt Gödel, haben wir hier, zeigte dann als erstes auch die Grenzen formaler Systeme auf und hat damit Hilberts großes Vorhaben beendet, die Mathematik auf eine einheitliche Basis zu stellen. Also zeigt, da kann man dann langsam an die Grenzen der Logik. Alonzo Church, auch ganz wichtig, denn grundlegend für die KI hat unter anderem den Lambda-Kalkulus erfunden, Programmiersprache Lisp, und zusammen mit Alan Turing, der mir hier am Ende, der vielleicht vielen bekannt ist, der eben auch die sogenannte Turing-Maschine als universellen Computer und den Turing-Test, um festzustellen, ob etwas künstlich intelligent ist, ist nach ihm benannt. Ja, dann kommen wir jetzt zur KI im Digitalzeitalter, und man feststellen kann, es wurde immer viel versprochen oder zu viel versprochen und zu wenig gehalten. Und der Begriff künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence wurde damals auf der Dartmouth-Konferenz gelegt, und da hat ein sehr kleiner Kreis von Wissenschaftlern einen Workshop veranstaltet, der dann grundlegend für das Gebiet war, aber auch zu vielen Problemen geführt hat. Und hier jetzt so ein paar Aussagen, also 58 dachte man, dass ein Computer den Schachweltmeister werden wird, ist inzwischen passiert, hat aber ein bisschen länger gedauert. Für 1995 war prognostiziert oder teilweise noch früher, dass Maschinen die Intelligenz eines Menschen erreichen, und da sind wir immer noch nicht. Was wozu das führte, war, in der KI als KI-Winter bezeichnet werden. Das heißt, Perioden, in denen die Forschung fast zum Stillstand kam, beziehungsweise einfach das Geld entzogen wurde, Programme gestrichen wurden. Der erste war von 74 bis 80, wo man dann festgestellt hatte, dass mit dem maschinellen Übersetzen funktioniert nicht so. Dann gab es dummerweise ein Buch von Marvin Minsky, der halt neuronale Netze ziemlich niedergemacht hat, wobei woraufhin sich der Mainstream zumindest von der Forschung in neuronalen Netzen zurückgezogen hat. Und dann gab es in England den berühmten Lighthill-Report, der halt auch sagte, okay, das war rausgeschmissen Geld, und da wurde in England die Finanzierung eingestellt, und die DARPA, das amerikanische Militär, hat dann eben auch die Förderung zurückgezogen. 1980 ging es dann wieder ein bisschen aufwärts mit sogenannten wissensbasierten Systemen, Expertenmaschinen, es gab Lisp-Maschinen. Japan startete sein Projekt zu Computern der fünften Generation. Schachprogramme wurden inzwischen Großmeistern gefährlich, und man hat sogar geschafft, das Zeig-Projekt zu starten, mit dem Ziel, das gesamte Wissen der Menschheit oder des Menschen in den Computer zu bringen. Aber was dann passierte, wieder 1987, der zweite Winter, der Markt für Lisp-Maschinen brach zusammen.
Expertensysteme sind im Markt, haben im Wesentlichen funktioniert, weil man festgestellt hat, es ist zu teuer, die Wissensbasis manuell aufrecht zu erhalten. Die konnten nicht lernen. Sie waren nicht robust, dass sie ab und zu bei ungewohnten Input plötzlich einfach absurde Antworten gaben, was natürlich in der Medizin teilweise auch problematisch war. Also man stellte fest, die machen Fehler, die Menschen nie machen würden. Man stellte fest eigentlich, dass die Welt ist zu komplex, als dass man sie jetzt von Hand wirklich erfassen würde, was hier als Qualifizierungsproblem bezeichnet wird. Da gibt es das Beispiel, wie wenn ich jetzt mit einem Boot über einen See rudern soll, so, was sind die Voraussetzungen, damit ich über den See rudern kann? Okay, ich brauche ein Ruderboot, ich brauche einen See. Das Ruderboot braucht aber Ruder. So, die Ruder brauchen Befestigungen. Und so geht es halt weiter. Und man kann nie sicher sein, dass man wirklich alle Voraussetzungen dafür hat, während der Mensch das alles sehr intuitiv erfasst, explodiert. Dass, wenn man das digital kodieren will, dann das Problem eben auch der sogenannten Truth Maintenance, was halt sehr, sehr schwierig war. Das heißt, aus Grundannahmen wurden dann bestimmte abgeleitete Annahmen abgeleitet, die konnten widersprüchlich sein. Dann musste man das Ganze vereinheitlichen, und das war entweder, also führte das dazu, dass die Systeme ganz schwer zu bedienen waren, dass die Leute das nicht verstanden haben oder es nicht gut funktionierte, und diese Art von Maschinen hatte auch dasselbe Problem, die Welt ändert sich, man muss ständig dazulernen, und in dem Fall konnten die Maschinen das nicht von alleine, das heißt, es musste halt ständig jemand die Maschinen auf den neuesten Stand bringen und aktualisieren. So, ab 1993 ging es dann wieder aufwärts. Allerdings war der Begriff künstliche Intelligenz dermaßen unbeliebt, dass alle Leute, die in dem Bereich gearbeitet haben, das irgendwie anders genannt haben. Also im Englischen Informatics oder Machine Learning oder Analytics oder wissensbasierte Systeme. Ja, Business Rule Management, kognitive Systeme war sehr beliebt, intelligente Systeme, intelligente Agenten oder Computational Intelligence, nur nicht in den Ruch kommen, irgendwas im Bereich AI zu machen. Und diese Angst oder das, also ein bisschen wirkt das Ganze bis heute noch nach. So, wo stehen wir jetzt? So, was ist sagen jetzt nochmal fast zwei Jahrzehnte vorwärts. 2012 ist etwas passiert, was man so als Ausgangspunkt einer neuen Revolution in der AI bezeichnen kann. Und zwar hat ein neuronales Netz, die sogenannte Image Large Scale Recognition Challenge, Visual Recognition Challenge, also Bilderkennung, besteht darin, es gibt 1000 Kategorien von Bildern, Hunde, Katzen, auch verschiedene Sorten von denen, Ampeln, Stühle, Tische, 1000 Gegenstände, Autos, Taxis, 1000 Kategorien. Und der Computer kriegt ein Bild gezeigt und soll sagen, was das jetzt ist, welche von den 1000 Kategorien. Und 2012 gewann dann erstmals ein neuronales Netz namens AlexNet diesen Wettbewerb. Und mit einem riesigen Vorsprung auf konventionelle Systeme. Also die konventionellen Bilderkennungssysteme waren halt engineered, das heißt, man hat sich überlegt, okay, wenn ich irgendwas erkennen will, welche Merkmale hat das, welchen Algorithmus nehme ich dazu. Diese Systeme, also diese neuronalen Netze, denen hat man einfach Beispiele gezeigt. 1000 Hunde, 1000 Katzen,
1000 Autos und anschließend war das System in der Lage zu unterscheiden und im Laufe jetzt der nächsten eigentlich 3 Jahre, so, also der Graph geht rückwärts, haben diese neuronalen Netze Leistungen erreicht, die besser sind, also Fehlerraten, die niedriger sind, als die, wenn ein Mensch diese Aufgabe macht. Also der Mensch ungefähr hat eine Fehlerrate dabei zwischen 5 und 10%. Und die besten Netze im Moment liegen so ungefähr bei 3% Fehlerrate, was jetzt die besten 5 angeht. So, und seit 2014, also während es vorher so war, wenn man mit einem neuronalen Netz kam, wurde man eher schräg angeguckt, war es dann ab 2014 so, dass keiner mehr was anderes eingereicht hat in diesen Wettbewerben. So, wie kam es dazu? Einmal durch das Internet. Trainingsdaten aus dem Internet, Bilder, die es vorher nicht gab. Dann Rechenleistung, das ist das, was wir jetzt auch benutzen für unsere Sache, eine Titan V. Das ist eine Grafikkarte für Dinge, die schafft so zwischen, ja, je nach Betriebsart, zwischen 10 und 130. Also zwischen 10 und 130 Teraflops auf so einer Grafikkarte mit 250 Watt. Das ist, wer sich erinnert, in den 90ern die Teraflop-Initiative, größte Rechner der Welt. Jetzt kann ich halt für ungefähr jetzt 3000 Euro, das ist eine teure Grafikkarte, kann ich mir die schnellsten Rechner der Welt von vor 20 Jahren, 10 davon, in meinen PC stecken. Und man hat halt, es gab halt, also die vielen Fortschritte, die gemacht wurden, jetzt im Training neuronaler Netze mit Hilfe von Backpropagation beispielsweise, die kamen plötzlich auch zum Tragen. Man wusste dann, wie man tiefe Netze plötzlich trainiert. Ja, hier ein paar von den Leuten, ich kann nichts dafür, dass das alles Männer sind, ist halt einfach so. Ich habe tatsächlich auch nach Frauen gesucht, die dort irgendwie in die Kategorie passen, aber bin leider nicht fündig geworden. Aber so ein paar, also das sind die Leute, die so im Wesentlichen Meilensteine gesetzt haben. Jan Le Cun links, der die ersten Convolutional Neural Networks, was das ist, erzähle ich gleich noch, geschaffen hat, der gleichzeitig jetzt der Leiter der künstlichen Intelligenzforschung bei Facebook ist, bei FIR. Oben links Satzkewa, Krzyzewski und hinten, das waren diejenigen, die dies, also Alex, ups, was ist hier jetzt passiert? Okay. Waren diejenigen, also Alex Krzyzewski, nachdem das AlexNet benannt wurde, die halt in Toronto dieses Netz, was da den Bilderkennungswettbewerb gewonnen hat. Unten links John Hopfield, eigentlich ein Mediziner, der sogenannte Recurrent Neural Networks, RNN, erfunden hat. Und unten die beiden in der Mitte, Sepp Hochreiter und Jürgen Schmidhuber, die beide in München studiert haben, aber in Österreich jetzt arbeiten, haben die sogenannten LSTMs. Short-Term Memory, das sind so spezielle Elemente, die auch sehr viel eingesetzt werden, die auch jeder im Grunde genommen im iPhone immer mit sich führt, wenn die Tastatur die intelligente Wortvorschläge macht, dann ist das ein RNN mit LSTMs drin. Und Ian Goodfellow, weil wir da auch noch später hatte die Idee, Generative Adversarial Networks, also Netze, die dadurch trainiert werden, dass sie gegeneinander antreten. Dann, das sind, man sagen, die führenden Institutionen, Unternehmen und Hochschulen, wo KI stattfindet. Man sieht,
Das meiste passiert in den USA, ein bisschen in England. In Deutschland gibt es auch einiges so, aber es findet auf der internationalen Bühne nur begrenzt statt. Also wir hecheln so ein bisschen hinterher, kann man sagen. Nicht warum, ja. Gut, ein Ding ist, ich habe mir mal die Zahlen angeguckt, im MIT, das MIT hat pro Studenten pro Jahr $150.000 zur Verfügung. Wenn man nicht die Forschungseinrichtungen, also die Gelder für die Forschungseinrichtungen dazu nimmt, dann sind es $500.000 pro Student. An der Fachhochschule hier in Berlin sind es 6.000 €, an der TU ungefähr 12.000 pro Studenten. Also das heißt, allein, also die haben halt einfach schlichtweg pro Studenten 10-mal so viel Budget. So, da muss man wieder sagen, dafür sind wir dann wiederum ganz gut. Die Amerikaner kommen auch hierher, um sich zeigen zu lassen, wie man preiswert und effizient Hochschulbildung macht. Also das sagen ist wiederum unser Alleinstellungsmerkmal. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen in den technischen Teil. Ich gucke gerade mal, ja, doch, ja, wenn wir angefangen haben. Künstliche neuronale Netze. Eigentlich sehr einfach, wenn man sich nicht durch die Formeln unten abschrecken lassen. Im Grunde genommen, das ist so ein künstliches Neuron, ist eigentlich sehr primitiv, im Prinzip wie eine Excel-Tabelle. Es gibt Eingänge, so, dann wird das Ganze aufsummiert. Beziehungsweise vorher wird es hier noch mit W1 bis W4 multipliziert, also Addition, also Multiplikation, Addition und dann gibt es noch so eine sogenannte Aktivierungsfunktion, die aber auch sehr primitiv sein kann, wie hier diese sogenannte ReLU, wo wenn es kleiner 0 ist, gibt es eine 0 aus und ansonsten gibt es den Wert selbst aus. Also sozusagen nur ein Abschneiden der negativen Dinge. Dann gibt es noch ein paar andere, die den Output normieren, also entweder zwischen minus 1 und 1 oder zwischen 0 und 1. Aber an sich, sagt so ein künstliches Neuron, hat auch mit den Neuronen, die wir im Gehirn haben, nur bedingt was zu tun. Hat halt vor allem den Namen gemeinsam, aber was man sich einfach merken sollte, die Operation selbst, Multiplikation, Addition plus eine einfache Funktion und ja, that's it. Neuronales Netz ist jetzt, wenn man solche Neuronen, wie wir gerade gesehen haben, einfach miteinander verschaltet, jeden Ausgang mit jedem Eingang verbindet und man sieht dort, gibt es halt dann entsprechend ganz viele Gewichte, das sind diese Ws dort und das sind die sogenannten Parameter, die gelernt werden. Wenn man ein neuronales Netz trainiert, werden diese ganzen Ws auf Zufallswerte gesetzt und das Trainieren bedeutet, dass die halt dann sinnvolle Netze kriegen. Und was dadurch aber auch entsteht, ist, wenn eins dieser Ws 0 ist, ist diese Verbindung gewissermaßen totgelegt. Das heißt, dadurch entstehen auch letztlich Strukturen, also Verschaltungen durch diese Gewichte. Dann ganz kurz, nur weil man hört immer von sogenannten, also in der Bildverarbeitung von Convolutional Neural Networks, erstmal eine Konvolution ist, wenn man mal mit Photoshop gearbeitet hat oder Bildverarbeitung kennt, ein Photoshop-Filter im Grunde genommen, der Unterschied bei Convolutional Neural Networks ist, dass dieser Filterkern, das blaue Ding in der Mitte, sind gelernte Parameter. Also die Filter werden trainiert. Es gibt halt ganz viele davon typischerweise. Also rein kommt ein Bild, rot, grün, blau. Da gibt es dann diese ganzen Filter, die trainiert werden und dadurch werden dann halt sogenannte Feature Maps. Also er macht halt aus einem dreikanaligen Bild dann in dem Beispiel 5 Kanäle, in der Praxis sind es eher 50 bis 100 und so baut sich das Ganze dann weiter auf. Und hier sieht man dann auch, was passiert, wenn man das Netz trainiert. Oben zufällige Werte, hier unten entstehen dann eben so Filter, die man teilweise aus der Bildverarbeitung kennt, die, wo man, wenn man sich damit auskennt, weiß, dass die eine bestimmte Art von Kantenerkennung oder Farbübergänge oder Ähnliches erkennen.
Ja. Gut, so werden Netze definiert. Dann gibt es noch auch eine ganz primitive Operation, das sogenannte Max-Pooling, mit der man dann einfach wiederum die Datenmenge verkleinert, wo man guckt, was ist der größte Wert und auch noch eine ganz einfache Operation. Am Ende gibt es dann eine Kategorisierung, so man hat dann, was weiß ich, 10 Ausgänge und weiß dann aber, okay, eigentlich sollte das so aussehen wie Ground Truth, also alles Nullen und der eine Wert 1, dann wird ein Fehler errechnet und dieser Fehler wird dann wieder zurückpropagiert mit der sogenannten Backpropagation und die Gewichte im Netz werden angepasst. Das macht man halt sehr oft, macht man halt bei einem typischen Netz zur Bilderkennung, zeigt man dem pro Kategorie 500 bis 1000 Bilder und das 30 bis 50 Mal, also man so im Grunde genommen ein paar Millionen Mal, also mit ein paar Millionen Trainingsbeispielen trainiert man dann das Netz. Ja, für die Demo haben wir jetzt keine Zeit, aber ich werde dann wahrscheinlich im Internet einfach die URLs veröffentlichen, kann dann jeder selber auch mal klicken. Hier ein paar bekannte oder berühmte neuronale Netze, falls mal jemand drauf stößt in der Literatur. Das war eben dieses AlexNet, was da gewonnen hat. Und man sieht, es besteht aus eben 1, 2, 3, 4, 5, ja, 6, 7, 8 Schichten, sogenannten Layern. Und das, was man unter Deep Learning versteht, ist eigentlich Deep ist alles, sag mal, was mehr als 3 Layer hat. So, und früher waren die halt ganz, ganz schwer zu trainieren, solche Netze, aber mittlerweile weiß man halt, wie man die dann trainieren kann. Hier sieht man ungefähr, was das rechenmäßig bedeutet, wie viele Parameter in welchen Layern drin sind. Und AlexNet ist relativ groß, aber wir kommen gleich zum anderen Vergleich. VGGNet aus Oxford ist auch bekannt, ist ein aufgebohrtes AlexNet. Dann das so eine GoogleNet von Google, also ein Pun auf LeNet, das war eine Netzarchitektur, das war ein sehr erfolgreiches Netz. ResNet von Microsoft mit bis zu 200 Layern, sehr einfach in der Struktur und zeichnet sich aus durch die sogenannten Residualverbindungen zwischen den Layern, die halt beim Trainieren helfen im Wesentlichen. Ich mache das jetzt das erste Mal hier mit der Fernbedienung, bin nur so bedingt begeistert. Genau hier, ja. Und hier sieht man nochmal auf dem Bild ungefähr, wo wir AlexNet, VGG, GoogleNet, ResNet, was so jeweils die Leistungsfähigkeit von den Dingern ist. Soweit ging es jetzt vor allem um Bildverarbeitung, aber dieselbe Art von Netzen kann natürlich benutzt werden, um Audiodaten direkt zu verarbeiten, Textdaten, vielleicht wer sich jetzt fragt, okay, wie gibt man jetzt Texte in so ein neuronales Netz ein? Man ist da sehr verschwenderisch mit den Eingängen. Man macht dann halt entweder für jeden Buchstaben einen Eingang, also ein Neuron, oder sogar für jedes Wort. Also man hat dann, eine Ahnung, ein Dictionary mit 10.000, 20.000 Worten und hat dann 20.000 Eingänge und wenn es das Wort ist, wird sozusagen dieser Eingang aktiviert und alle anderen nicht. Spiele, habe ich auch schon jeder mitgekriegt, die so neuronale Netze sind sehr gut im Lernen von Computerspielen, insbesondere älteren Computerspielen. AlphaGo ist auch um die Welt gegangen, interessanterweise hat man das als das Spiel gegen Lee Sedol, den koreanischen Weltmeister, aber später gab es dann noch ein Spiel gegen, nicht den Weltmeister, sondern den koreanischen Großmeister und der Weltmeister war ein Chinese und als der geschlagen wurde, hat China daraufhin beschlossen, das strategische AI-Programm, wo sie halt bis 2030 zum
zur führenden Nation in der Welt, was künstliche Intelligenz angeht, werden wollen. Also insofern mal auch nicht unterschätzen, was solche eigentlich Spiele, welche politische Wirkung das entfalten kann, wenn nur ein chinesischer Go-Weltmeister von einem Computer, von einem amerikanischen Computer geschlagen wird. So. Und in eben vielen anderen Bereichen. Ich gehe jetzt, also in die Recurrent-Netze gehe ich jetzt nicht mehr ein. Was wir so machen, also vielleicht zu mir, ich habe seit 2 Jahren jetzt auch eine Firma, Tognos, die sich so mit solchen Dingen beschäftigt. Man kann sich hier kostenlos im Netz für Android oder iOS eine Klassifizierungs-App auf sein Handy laden, die halt so diese Wettbewerbserkennung, also die kann halt Katzen und Hunde und alles Mögliche erkennen und sagt dann, was sie glaubt, was das ist. Wir trainieren halt sehr viele Netze selber mit Daten, die wir sammeln. Und vielleicht noch, also es gibt verschiedene Arten zu trainieren. Am besten funktioniert das Supervised Learning, überwachtes Lernen. Das ist im Grunde genommen Lernen vom Menschen. Da bereitet der Mensch Daten vor, in dem Fall diese Training, diese Bilder fürs neuronale Netz und sagt, das ist ein Hund und das ist eine Katze und ordnet die in Kategorien ein. Und dadurch weiß der Rechner, was ein Hund und eine Katze ist. Aber das ist nicht wirklich so, wie wir Menschen das meiste lernen. Und eigentlich, und man braucht halt diese teuren Beispiele und dann deswegen gibt es halt das sogenannte Unsupervised Learning, was aber nicht ganz so gut funktioniert, was man in bestimmten Bereichen macht. Es erkennt dann eben selber bestimmte Strukturen, Ähnlichkeiten in Datenmengen und ist aber auch für bestimmte Anwendungsklassen ganz nützlich. Und bei Facebook propagiert ihr so das Predictive Learning, was eigentlich ein Teil davon ist, wo wiederum die KI, also es ist mehr wie Menschenlernen, ein Modell, ein internes Modell bildet und überlegt, was wird wohl passieren. Also wenn ich das jetzt hier loslassen würde, dann fällt es zu Boden und gleicht dann eben ab, was tatsächlich passiert. So, also Beobachtungen mit Vorhersagen und versucht daraus halt zu lernen. Und dann gibt es eben die ganzen Spiele, die man gesehen hat, sind durch Reinforcement Learning trainiert. Das ist im Prinzip Trial and Error. Man lässt die spielen, der drückt wild irgendwelche Knöpfe und verliert erstmal 100.000 Mal, aber irgendwann kriegt er das dann hin. Das ist aber auch nichts, wie Menschen wirklich lernen. Also weil wenn ich jetzt fahren lernen würde, indem ich erstmal 1.000 Autos zu Schrott fahre und erstmal go, oh, also das es würde im realen Leben nicht gut funktionieren. Ja, es gibt, also noch ist die KI relativ offen, man kann also gut dort auch selber einsteigen. Es gibt vor allem aus den Hochschulen, aber dann auch aus den Firmen, also Google, Facebook und so, ganz viele Datensätze. ImageNet ist eine Bilddatenbank, die sehr groß ist. Die sind eigentlich ein bisschen restriktiv. Wenn man da nicht Hochschule ist, ist es etwas schwieriger dran zu kommen. Und ja, jetzt eine Reihe von Beispielen, was denn diese neuronalen Netze sonst noch so können. Also ein Ding auch von 2012, Bildunterschriften zu finden für Bilder. Da sieht man, okay, teilweise da hinten, wenn man es nicht lesen kann, a person on a snowboard jumping over a hill. Gut, er hat kein Snowboard, sondern Skier, aber gut, kann man noch durchgehen lassen. Da, man sagt da, close-up of a bunch of bananas in a tree, ist eine sehr gute Darstellung hier. A bowl of fruit with a banana and a banana, das ist irgendwie Banane. Und man sieht schon, teilweise sind die verblüffend gut, teilweise nicht so. Wie das trainiert wurde, ist mit dem sogenannten Coco-Datensatz. Da haben Menschen, gibt es zu jedem Bild 3 bis 5 Bildunterschriften. Das heißt, die Netze sind direkt auf die Bildbeschreibung trainiert und versuchen die daraus halt zu lernen.
Ja, das Ganze hier jetzt, das überspringe ich jetzt auch noch. Das ist dasselbe nochmal in einem Film, in interaktiv. Dann, viele vielleicht schon gesehen, Deep Dream. Das ist, wenn man neuronale Netze ein bisschen halluzinieren lässt, also im Grunde genommen guckt, welche Bilder, wenn man jetzt diese Backpropagation dazu nutzt, Bilder zu erzeugen, dann passieren halt wilde Dinge. So, ja, das sind eben komplett gesagt, Halluzinationen eines trainierten Netzes. Ja, das Bilder von einem Kornfeld. Ja. Ja. Ist auch, kann das sein, dass es der Kühlschrank ist, der hier. So. Genau, ja, und man sieht, entstehen dabei ziemlich bizarre Bilder, so ein bisschen wie man sagen Computer auf LSD. So, hier haben wir einen Piratenparteitag, der halt durchs neuronale Netz geschickt wurde. Da kann man jetzt ja, viele, viele Augen. Und hier sieht man jetzt auch nochmal, das hier ist jetzt ein Filmchen, wo diese Halluzinationen auf verschiedenen Stufen im neuronalen Netz passieren. Und je nachdem, auf den niedrigeren Stufen sind es mehr so visuelle und je höher man geht, umso wilder wird das. Man kann, wenn man da genau reinguckt, sehen, auf welcher Stufe er sowas wie Augen erkennt und andere Dinge. Neural Style, auch etwas, was man mit neuronalen Netzen machen kann, was sehr interessant ist. Oben rechts ist ein Foto, unten links eine Stilvorlage, in dem Fall von Rembrandt, und man sagt dem neuronalen Netz, bitte mache das Foto in einem Stil so ähnlich wie jetzt ja, diesen Rembrandt oder das gleiche Bild jetzt mit einem anderen Bild, mit einem Schwarz-Weiß-Bild von Hemingway. Hier haben wir Helmut Kohl halkisiert. Einstein im Stile von Bacons Der Papst. Ja, dann Bild von Brandenburg im Brandenburger Tor im Stile von Pissarro, wo man dann sagen muss, ja, also kann man sich schon vorstellen, dass das auch was taugt. Sorry. Irgendwie. So, und hier haben wir dann nochmal so am Ende meiner Zeit das Abgeordnetenhaus und das Auge von Mordor. Sieht dann so aus. Ja, das Ganze kann man auch für Filme machen. Hier ist jetzt ein Netz, was so auf einem Bild von Kandinsky trainiert wurde. Und die Szene, die wir gleich kennen, das wird man, wenn man es jetzt nicht jetzt schon erkannt hat und an der Musik, wird man es auf jeden Fall gleich kennen. Das ist eine Szene aus einem der Filme, über die ich eingangs schon gesprochen hatte. Und wie gesagt, diese Bilder sind eben aus diesem Schwarz-Weiß-Film komplett automatisch von einem neuronalen Netz erzeugt. Und unser heutiger Rechner schafft es ungefähr auch in Echtzeit. Also er schafft es 20 bis 30 Bilder pro Sekunde zu generieren.
dieser Art, also mit dem sogenannten Fast Neural Style? Und ich glaube, jetzt neulich ist ein Film in die Kinos gekommen, wo auch, ich glaube, war das Van Gogh, wo, glaube ich, komplett alle Bilder im Stil von Van Gogh, aber die hatten das von Hand gemacht, komplett. Und ja, mit, und das hier ist noch, der hier macht das jetzt noch wirklich Bild für Bild, das heißt, da ist jetzt noch so ein bisschen Unruhe drin, also es geht auch noch sagen in besser und braucht ungefähr eine Stunde, um das Netz zu trainieren und dann, wie gesagt, schafft er das in Echtzeit. So. Ja. Ja. Dann eine weitere Geschichte, an der wir auch arbeiten, das ist YOLO, steht für You Only Look Once, das ist ein Detektionsalgorithmus. In dem Fall, also das ist das Video von den YOLO-Leuten, noch von YOLO 1. Und im Gegensatz jetzt zur Bilderklassifizierung ist das ein Netz, das macht sogenannte Detektion, das heißt, es findet bestimmte Objekte und sagt, was das, nicht nur was das ist, sondern auch, wo sich so ein Objekt befindet. Läuft hier auch in Echtzeit. Ich habe es mittlerweile, also dasselbe Programm hier auch auf meinem Telefon, also auf dem iPhone, läuft es in einer etwas größeren Variante auch mit 2 Bildern pro Sekunde. Auf den neueren Geräten habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert, aber müsste so dann auch ungefähr mit 10 Bildern pro Sekunde mittlerweile auf dem Telefon laufen, das Ganze. Ja, und finde es halt irgendwie sehr lustig. Ja, auch die Fehler, die er manchmal macht, das ist halt dann auch typisch. Und man sagen muss, er macht es für jedes Bild einzeln. Also er weiß nichts vom vorherigen Bild, sondern er wertet jedes Bild hier einzeln aus. Ja, gut, ich mach mal, also Wilke ist, die sind auch hier im Netz zu finden, dieses Video, der kann sich das angucken. Was wir jetzt damit machen, mit derselben Methode plus noch mit angeschlossenen Classifiern, ist, ja, wir haben halt ein neuronales Netz speziell auf Objekte, die im Verkehr relevant sind und die vorkommen. Und ja, hier erkennen wir eben Fahrzeuge, Fußgänger, Radfahrer. Und wenn ein Fahrzeug erkannt wird, schickt er das in ein weiteres Netz und versucht, das Fahrzeugmodell und den Fahrzeugtypen rauszufinden. Wenn es eine Person ist, versucht er, das Alter zu klassifizieren, im Wesentlichen, ob es ein Kind ist oder ein Erwachsener. Auch auf Geschlecht klassifizieren. Wenn es eine Ampel ist, versucht er rauszufinden, was ist jetzt der Zustand der Ampel, rot, grün, gelb, Linksabbieger, Rechtsabbieger, rot, grün, gelb, Fußgängerampel, so, das macht er. Und wenn er ein Verkehrsschild findet, versucht er halt, das auch 280 verschiedenen Arten von Verkehrsschildern zuzuordnen, das Ganze. Ja, das ist ein System, was wir so im letzten Jahr gebaut haben, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln mit, wie kann man Fahren sicherer machen. Also, Pavel? Ja? Wenn ich so ein bisschen auf die Wir müssen Uhr ein bisschen schauen, auf die, okay, ich drücke ein bisschen. Nein, ich gab ja sozusagen keinen Unmut, keiner wollte dich aufhalten, nur es wäre vielleicht schön zur Orientierung, zu sagen, was noch kommen könnte. Okay. Und ob das bedeutet, dass keiner mehr fragen darf, weil die Zeit zu Ende ist.
Okay, also wir sind jetzt zu zwei Dritteln durch. So. Ja. Ich gebe auch ein bisschen, also es wird hoffentlich auch ein bisschen schneller jetzt. Andere Trainingsmethode, wie gesagt, GANs auch machen, ein Netz mit einem anderen Netz trainieren, um dann künstliche Bilder zu erzeugen. Das waren so Anfänge noch im letzten Jahr. Dann, das hier sind jetzt Sachen, wo wir ein Netz trainiert haben, Autos, die es nicht gibt, sich auszudenken. Das sind die Ergebnisse. Ups. Ja, dann kann man Personen altern lassen. Okay, ein Übersprung. Man kann so Dinge machen, wie, dass man auch wiederum aus einem gemalten Bild ein Foto macht, künstliche Gesichter, aber das sehen wir gleich nochmal in schöner, aber man sieht, zum Beispiel, die tauchen auch schon in der Werbung auf, also diese Frau dort gibt es gar nicht, die in der Werbung erschienen ist, die hat sich halt einen Computer ausgedacht. Vorteil ist, so, man braucht keine Gage fürs Model zu zahlen an der Stelle. Ja, und ups. So, und hier sehen wir jetzt nochmal den State of the Art. Läuft er? Ja, das sind alles keine realen Menschen, sondern diese Bilder sind, die Leute gibt es nicht. Die hat sich der Computer ausgedacht, nachdem er trainiert worden ist auf etwa 40.000 Beispiele von Celebrities, also hier ist auch eine dieses Celebrities-Database und wie gesagt, alles ausgedachte Menschen. Und trainiert wird das Netz so, dass sich ein Netz denkt sich Personen, also denkt sich ein Bild aus und ein anderes Netz sagt, das ist ein Fake oder das ist ein echtes Bild. Also man hat dann sozusagen diese 30.000 echten Bilder und so trainiert sich das Netz, dass es halt immer mehr echte Bilder oder echter aussehende Bilder, mit denen das andere Netz getäuscht werden kann, produziert. Das zeigt hier jetzt gerade den Trainingsvorgang, wie das Netz versucht, mit verschiedenen Variationen das Netz zu täuschen. Und dann, wenn man das Netz trainiert hat, kann man zwischen den Bildern hin und her interpolieren, indem man einfach zwei Zufallswerte sich ausdenkt und dann dazwischen interpoliert. Und das ist das, was der Rechner dann produziert. Alles Personen und Mischungen aus Personen, die es nicht wirklich gibt. Und das Ganze geht aber jetzt nicht nur für Personen, sondern für beliebige Gegenstände. Das steht auch im Netz, kann man sich dann mal komplett angucken, wie das dann aussieht, auch mit Motorrädern und Autos und Schiffen und Schlafzimmern und so. Hallo? So, dann kann man auch so Dinge machen, wie sich bestimmte Wunschblumen bestellen beim Rechner, das heißt einen Text angeben und der generiert einem dann eine Pflanze mit diesen Eigenschaften oder einen Vogel, also unten die Vögel sind auch alle künstlich generiert. Man kann hier Dinge malen und dann so Gebäude generieren, das ist auch ganz nett, kann man mal ausprobieren. Netz auf Zeichensätze trainiert, generiert dann sozusagen diese Zeichensätze. Man kann auch neuronale Netze benutzen, um eine Weile Programme ablaufen zu lassen, sogenannte Differential Neural Computer oder auch vom letzten Jahr hier
ein neuronales Netz, das kleine Programme generiert, um halt so Dinge für zu, wie sind dort mehr Würfel als gelbe Dinge, und dann zeigt man, also stellt diese Frage, zeigt ihm das Bild, und das Netz ist in der Lage, das zu beantworten, weil das interessant ist, dass diese gesamte Logik und das Programm und so nur sich aufgebaut ist, nur durch Training. Und ja, also so jetzt, das war jetzt so, wo stehen wir jetzt, und jetzt hallo. So, jetzt erstmal wichtige Unterscheidung. Einmal das, was wir jetzt haben, ist sogenannte Weak AI oder Narrow AI, also schwache oder schmale, begrenzte künstliche Intelligenz. Und das, wovor alle Angst haben, ist halt die starke Intelligenz, Strong AI, oder Artificial General Intelligence, allgemeine künstliche Intelligenz, abgekürzt als AGI. Und ja, Beispiele für jetzt die schwachen Systeme kennt wahrscheinlich jeder. Also jedes Spracherkennungssystem im Grunde genommen benutzt mittlerweile neuronale Netze. Wenn man auf Google sucht, ist so der dritte Input ungefähr, kommt auch aus dem neuronalen, also der drittstärkste Input für was gefunden wird, kommt aus einem neuronalen Netz. Übersetzungen mittlerweile, wenn man auf Google, Facebook oder Twitter eine Übersetzung machen lässt, kommt aus einem neuronalen Netz. Wenn welche Produkte empfohlen werden bei Amazon oder so, dann ist das auch Machine Learning oder neuronale Netze. Dann ja, Siri, Alexa, Cortana und Watson sind so mal die vielleicht allgemeinsten künstlichen Intelligenzen, wobei die auch regelmäßig irgendjemand es schafft, ich weiß auch nicht genau wie, die auf ihren Intelligenzquotienten zu testen, und die rangieren dann so zwischen 30 und 40, also irgendwie 5- bis 6-jährige Intelligenz eines 5- bis 6-jährigen Kindes erreichen diese Systeme. Ja, autonome Fahrzeuge, Staubsauger, ganz wichtig, ich meine, algorithmischer Handel, so, man überlegt, dass eigentlich an den Börsen ja in so eine Art von globaler Ressourcenallokation stattfindet, also wohin geht eigentlich das Geld der Welt, wo wird investiert, dann kann man sagen, liegt diese Entscheidung mittlerweile zu großen Teilen in der Hände von Rechnern, von künstlichen Intelligenzen, und da werden eben zunehmend auch neuronale Netze eingesetzt. Videoüberwachung, sogenannte intelligente Videoüberwachung, die Situationen erkennt, und natürlich Analysen im Zusammenhang mit Big Data, um dort alle möglichen Dinge rauszuziehen. So, dagegen jetzt diese Strong AI oder General Artificial Intelligence, da geht man davon aus, dass die alles kann und lernen kann, was ein Mensch kann, und die vielleicht oder vielleicht nicht Bewusstsein hat und vielleicht oder vielleicht nicht eine sich selbst verbessern kann, also einen Nachfolger generieren oder selber seine eigenen Algorithmen optimieren und dadurch eventuell in eine Superintelligenz, eine Intelligenz, da kommen wir später noch, die viel, viel intelligenter. So, und wie gesagt, gibt es noch nicht. So, jetzt ein paar Argumente, die ich zusammengetragen habe, auch die oft geäußert werden, warum wir niemals so eine allgemeine AI haben werden. Erstmal, und ach so, vielleicht, wenn ich das mit Anführungszeichen versehen habe, sind das Aussagen, die ich nicht unbedingt unterschreiben würde, sondern die halt oft gebracht werden. Dort, wo die Anführungszeichen fehlen, ist es so, dass ja, ich davon überzeugt bin, dass das zutrifft. Ja, ups. Schon wieder ein zu weit. So, also erstmal so kommerzielle Dinge, wo jemand sagt, warum sollte man sowas machen? Warum sollte man eine eierlegende Wollmilchsau bauen, wenn man irgendwie 100 verschiedene Produkte bauen kann, die
jede die bestimmte Sache machen, also wie zum Beispiel einen Staubsauger, also warum soll ich einen teuren Roboter bauen, der dann mit meinem Hausstaubsauger durch die Gegend fährt, wenn ich halt so ein kleines, billiges Ding, was halt rumfahren kann und einen Bruchteil davon kostet, sozusagen ein Argument, will eigentlich keiner haben. Ja, so. Dann die andere Sache, warum würde man eine Maschine haben wollen, die so problematisch ist wie der Mensch? Widersprüchlich, aufsässig, streitbar, inkonsistent. Also das sagen eigentlich sowas Chaotisches wie einen Menschen möchte man, wie einen künstlichen Menschen möchte man eigentlich nicht wirklich haben. Dann das Argument, okay, ein digitaler Computer macht nur das, was man ihm sagt. Wie soll der jemals kreativ oder sein oder Bewusstsein entwickeln? Und dann kommt auch oft das Argument, das menschliche Gehirn ist nicht einfach eine Maschine. Da passieren noch irgendwelche magischen Dinge auf Quantenebene oder es gibt irgendwelche komischen Felder, die niemand bisher entdeckt hat, die dafür sorgen, dass wir bewusst werden. Dann das Argument, okay, wir verstehen noch nicht mal unser Gehirn und wir verstehen unser Gehirn kaum, wir wissen so gut wie nichts über Bewusstsein, so, und möglicherweise werden wir das auch nie. Und dann der Plateau-Effekt, die Tatsache, dass wir jetzt gerade so schnell vorankommen, muss nicht heißen, dass das jetzt so weitergeht, sondern wir werden bald wird sich das wieder verlangsamen, wir werden ein Plateau erreichen und dann wird es wieder schwierig werden, weiterzukommen. Und Punkt, so um es mit Rumsfeld zu sagen, many unknown unknowns, so viele Unbekannte. Das heißt, wir wissen noch nicht mal, was für Probleme auf uns zukommen. Und einige von denen werden dafür sorgen, dass wir nicht weiterkommen. Und dann ein bisschen so das pragmatisch-kommerzielle Argument, warum das alles kein Problem ist. Naja, wenn jemand eine Maschine baut, die nicht das tut, was sie sagt, die halt ein Problem macht, dann wird sie entweder verschrottet und weggeschmissen oder zurückgegeben an den Hersteller, so, nee, hier funktioniert nicht, und der soll die dann reparieren, so, oder man verklagt den Hersteller. Also eigentlich, was soll's, so, wie soll's unter den Bedingungen da jemals zu einem Problem oder zu einem Maschinenaufstand kommen? Ein weiteres Argument, also speziell deutsche Forscher, es ist unethisch und gefährlich, also speziell das unethisch, also sowas wie auch ein künstliches Bewusstsein zu schaffen, weil da kommt dann plötzlich künstliches Leiden in die Welt und dann können wir die Maschine nicht abschalten und eigentlich leidet sie aber und wir würden dann halt, und wenn sich das Ganze dann vervielfacht und so, deswegen gibt es deutsche Forscher, die halt ein Moratorium fordern auf Erforschung zur Schaffung künstlichen Bewusstseins, weil wir so, ja. Wir hatten schon zwei AI-Winter und es ist wieder gerade eine große Blase und der nächste AI-Winter steht bestimmt schon vor der Tür und dann ist eh alles übertrieben. So, das ist sozusagen fast so grob das eine Lager zusammen. Das andere Lager, vielleicht nachher nochmal zum Thema jetzt allgemeine Intelligenz und Superintelligenz, kann sich vorstellen, so, also, dass es drei Arten von Superintelligenz gibt. Das eine, die ist die kollektive Superintelligenz, wo, was wir, man will, möglicherweise jetzt schon haben, weil wenn sich Menschen in einer Gruppe zusammenschließen oder in einem Staat oder die Menschheit an sich, alle schalten ihre Gehirne zusammen, kommunizieren miteinander, der eine gibt das Wissen weiter, so, das heißt, dass wir als Gemeinschaft intelligenter sind als ein Einzelner und so viel intelligenter, dass es eine Superintelligenz ist. Dasselbe könnte natürlich auch für Maschinen gelten. Wenn wir eine intelligente Maschine haben, bauen wir eine Million davon, schalten die zusammen und dann ist eine kollektive Superintelligenz und die hätten auch den Vorteil, die können mit einer viel größeren Bandbreite miteinander kommunizieren und können viel schneller voneinander lernen. Also die werden
Dann die sogenannte Geschwindigkeitssuperintelligenz. Man stellt sich vor, jetzt einfach ein Gehirn wie das menschliche, eine Simulation. Aber dank Moore's Law oder weil man halt mit mehr Hardware drauf wirft, arbeitet das 1 Million Mal schneller als ein menschliches Gehirn, was dann dazu führt, dass man jedes akademische Studium, also eine Superintelligenz, kann halt im Prinzip in 3 Tagen ein Studium abschließen, so alle 3 Tage, kann innerhalb von, ich glaube, 2 Monaten ungefähr sämtliche Bücher, die je veröffentlicht worden sind, lesen und viele andere Dinge tun. Also man sieht schon, selbst allein durch die Geschwindigkeit hätte die große Vorteile. Und dann qualitative Superintelligenz heißt einfach, dass die aufgrund ihrer Struktur so viel klüger ist wie wir oder intelligenter wie wir gegenüber einem Schimpansen oder vielleicht wie wir gegenüber einer Kröte oder einer Schnecke. Das heißt, dass sie so unvorstellbar intelligent ist, dass wir uns das nicht mal vorstellen können, wie intelligent, so dass sie halt dazu in der Lage ist, Dinge zu tun, also eigentlich alles zu tun, weil sie fast gottgleich. So. Und ich habe mir im Vorfeld jetzt Dutzende von auch Diskussionen und Papers von allen möglichen Experten in dem Bereich angeschaut, so was da die Meinungen sind und wo es Einigkeit gibt und Konsens und wo unterschiedliche Meinungen. Es gibt eigentlich nur einen einzigen Konsens, was das Thema allgemeine Intelligenz oder Superintelligenz angeht, nämlich, dass niemand einen wirklich stichhaltigen Grund angeben kann, warum es unmöglich sein sollte. Also sagen, es erscheint nicht unmöglich, ist der Konsens. Bei allem anderen zerfällt das Ganze ins Lager. Aber so in dem Moment, wo wir aber eine allgemeine Intelligenz haben werden, also die so intelligent ist jetzt wie der Mensch, wird der Schritt zur Superintelligenz sehr schnell gehen. Das andere Ding ist sozusagen der Ruf nach einem Moratorium, lasst uns das doch lieber nicht tun, weil es ist zu gefährlich, was da passieren kann, ist unrealistisch. In China oder in Nordkorea oder weiß ich nicht wo auf der Welt, es wird sich nicht aufhalten lassen, dass Leute daran arbeiten, und es könnte auch passieren, dass selbst unabsichtlich, wenn wir nur unsere schwachen KI-Systeme immer besser machen, dass plötzlich irgendwann die so gut werden, dass jetzt haben wir doch eine allgemeine Intelligenz, war auch in vielen Filmen, sagen wir Punkt, und zu sagen, okay, wir lassen das jetzt komplett mit der AI-Forschung, weil es könnte ja vielleicht versehentlich passieren, wäre, glaube ich, das Kind mit dem Badewasser auszuschütten. Und andere Sache ist, wir müssen das menschliche Gehirn gar nicht verstehen, um eine intelligente Maschine zu bauen. Es muss noch nicht mal Bewusstsein haben, so eine intelligente Maschine, um die Dinge besser zu tun. Es ist ohnehin so, dass das nicht genau bekannt ist, wozu das Bewusstsein eigentlich gut ist, also wozu das Nutze ist, evolutionär. Es gibt halt Vermutungen, dass das so ein bisschen daran liegt, dass wir verschiedene Teile des Gehirns sich zu verschiedenen Zeiten entwickelt haben und es Integrationsprobleme gab und dass sozusagen so eine Krücke ist, um jetzt verschiedene Teile des Gehirns irgendwie zu integrieren und miteinander zusammenzufassen. Und auf der anderen Seite gibt es ein paar Modelle für Bewusstsein im Wesentlichen. Also das Modell, was ich so, eins der Modelle, das ich ganz interessant finde, was durchaus sein könnte, ist, dass unser Bewusstsein sowas ist, wie ein Beobachter auf unserem Gedächtnis. Also nehmen halt Sachen wahr, die kommen ins Gedächtnis, und es ist wie so eine Hinterbandkontrolle für unser Gedächtnis, um es mal vereinfacht zu sagen. Und deswegen hinkt unser Bewusstsein auch immer ein bisschen hinter den Sinneseindrücken. So, und diese Hinterbandkontrolle fügt die einzelnen Eindrücke zu einer Geschichte zusammen, die wir uns dann erzählen, zu einer konsistenten
Geschichte. Andere Möglichkeit, wo es Vermutungen gibt, dass so in 10 bis 20 Jahren wir die Technologie haben, um ein menschliches Gehirn komplett zu scannen, bis auf jedes einzelne Neuron runter und dann eine Simulation davon zu machen. Und wir haben ja schon verschiedene Bereiche, wo eben schmale künstliche Intelligenz den Menschen schlägt, bei Spielen, Bildklassifizierung haben wir gesehen, beim Börsenhandel. Es könnte aber sein, dass wir bei bestimmten Aufgaben, die wichtig sind, wie das richtige Verstehen von Sprache, also natürliche Sprache, da haben die Systeme immer noch, obwohl die Fortschritte gemacht haben, haben die noch riesige Defizite und auch beim Übersetzen. Und Sprache ist natürlich für die meisten Jobs wichtig. Also wenn das Ding nicht richtig lesen und schreiben kann, kommt es natürlich für verschiedene Jobs auch nicht in Frage. Und eine Vermutung, eine These ist, wir brauchen eine allgemeine Intelligenz, um diese Arten von Problemen zu lösen. Ohne das wird es vielleicht nicht gehen. Ja, jetzt vielleicht ein ganz wichtiger Punkt zur Dynamik. Neil deGrasse Tyson hat das mal schön formuliert. Er hat mal untersucht, hat mal geguckt, bei welchen Gelegenheiten haben Menschen immer größere Mengen an Geld und Kapital mobilisiert und was waren die Motive dahinter. Und ein Motiv ist natürlich klar, um Kriege zu gewinnen, beziehungsweise kann man sagen, um nicht zu sterben. Also nicht zu sterben ist immer ist ein guter Motivator, I don't want to die. Zum Angeben, also Kathedralen, die Pyramiden, während bei den Rüstungsprojekten, sag ich mal, Verteidigungsprojekten, sagen den Limes oder die chinesische Mauer, das Manhattan-Projekt, das Apollo-Programm. Und die dritte Motivation ist, wenn es Aussicht auf einen guten Return on Investment gibt. Also Militär, Angeberei und Geld verdienen. Und bei künstlicher Intelligenz kommen alle drei Faktoren zum Tragen. Und insofern sieht es jetzt so aus mit den Investitionen. Nur bis die 2017er Zahlen noch nicht gefunden, aber hier sieht man, dass seit 2012 die Investition jetzt auf 5 Milliarden ist jetzt noch nicht so viel. Die Automobilindustrie investiert das Zehnfache global, also 50 Milliarden in Forschung alleine, 25 Milliarden in Deutschland. Das heißt, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Putin hat sich auch dazu geäußert und gesagt, wer auch immer Führer in künstlicher Intelligenz wird, wird die Welt beherrschen. So, das ist Russland. Die beiden größten, beiden Supermächte im Bereich sind halt China und die USA. Und China hat jetzt, nachdem halt ihr Go-Weltmeister geschlagen wurde, konnten sie nicht auf sich sitzen lassen und wollen bis 2020 mit den USA gleichziehen. 2025 soll das der wichtigste treibende Faktor in der chinesischen Industrie sein. Und 2030 wollen sie global führend sein. Und PricewaterhouseCoopers geht auch davon aus, dass die 16 Trillionen oder Trillion, Billionen, an Wirtschaftswachstum, die erwartet werden, dass die Hälfte davon, durch KI, dass die Hälfte davon in China bleiben wird. Die Amerikaner haben bisher keinerlei strategischen Plan, was sie machen wollen. Das passiert dort irgendwie einfach. Allerdings ist auch unter Trump sind erstmal Forschungsausgaben, von denen auch künstliche Intelligenz betroffen ist, erstmal gekürzt worden. Also insofern,
So, aber man sieht, der Wettlauf hat bereits begonnen. Und das, was wir noch erwarten können, also das, was wir jetzt sehen, ist noch nichts im Vergleich zu dem, was sehr wahrscheinlich kommen wird. So, ja, und jetzt sind wir schon beim Endspurt. bei den, so, was können wir erwarten? Ja, man sagt, eine Art künstliche Intelligenz-Rüstungswettlauf, der sich vor allem im militärischen, finanziellen und politischen Bereichen abspielen wird. Seiteneffekt von so einem Wettlaufen ist, dass es mehr Jobs gibt, erstmal, weil alle investieren halt wie verrückt und ja, müssen halt auch Kühlaggregate gebaut werden und braucht auch Klempner und all das. Also es ist jetzt nicht nur, dass man jetzt KI-Forscher braucht, sondern da gehört auch immer Hardware dazu. Ja, Militär, Logistik, Training von Soldaten, Einsatz im Schlachtfeld, um Gegner zu erkennen, dann natürlich Kontrolle von Drohnen, autonome Fahrzeuge, autonome Schiffe, ja, strategisches Planen und Robotic Weapon Systems, also automatisierte Waffensysteme. Bei den Finanzen ist es im Moment eh schon so, dass ja, dass der Börsenhandel, Management von Portfolios, Betrugserkennung, dann Kreditwürdigkeit und dann Kundendienst ja, und dann später die Entwicklung neuer Produkte und Vertrieb, dass das dort gesehen wird. Und in der politischen Domäne, positiven Fall, wird man aus Daten Entscheidungsgrundlagen aufbereiten, um gute politische Entscheidungen machen zu können. Man wird Verwaltungsprozesse automatisieren, das Gesundheitswesen verbessern können, allerdings auch die Überwachung billiger machen, Steuern besser eintreiben im Bereich der ja, Rechtsprechung, das Ganze einsetzen im Bereich auch jetzt, ja, ich sag mal, weitesten Sinne Erzwingung, Dingen, Verbrechensbekämpfung und nicht zuletzt, um Medien zu manipulieren und zu kontrollieren und um auch Wahlen zu manipulieren und Wählerverhalten zu manipulieren. Und letzteres funktioniert im Wesentlichen so, ich krieg nicht wirklich hin, jemandes Meinung so komplett von rechts nach links oder links nach rechts zu ändern, das funktioniert nicht so gut. Was aber sehr gut funktioniert, ist, wenn man weiß, wer geneigt ist, was zu wählen, eine Propaganda zu machen, dass er der Wahl fernbleibt oder wählen geht. Das heißt, das funktioniert sehr gut, eben Leute zum Wählen zu motivieren oder vom Wählen abzuhalten. Und da kann man auch 5-10% ungefähr rausholen mit guter Propaganda. Es zu erwarten, wer halt AI nutzt, große Vorteile, wer nicht, wird halt wahrscheinlich zurückbleiben und zur Beute werden. Und mittelfristig oder kurzfristig werden alle möglichen Institutionen, Unternehmen, Regierungen eigentlich zu sowas, also Deutschland ein schöner Begriff, Körperschaften. Im Grunde genommen ist eine Körperschaft ja eh schon sowas wie eine kollektive Superintelligenz, nur dass dort die Organe aus menschlichen Gehirnen oder aus Menschen bestehen. Das sind diejenigen, die ja das handeln lassen. Und da werden eben mehr auch jetzt noch Computer ins Spiel kommen. Das heißt, wir werden eben sagen, auf diese Weise selbst mit Narrow AI kollektive Superintelligenzen kriegen, die so ein Hybrid sind. Und das so jetzt auf lange Sicht heißt halt nicht vor Ablauf von 10 Jahren, 40 Jahre ist jetzt der Durchschnitt. Manche Leute sagen, es wird noch 300 Jahre dauern, aber das sind einzelne Stimmen. Also der Median aller Befragten sagt, okay, in spätestens 40 Jahren ist es soweit. Aber es könnte auch in 10 Jahren sein. So. Dann werden wir eben
allgemeine Intelligenz haben und eine Superintelligenz, die intelligenter sind als jeder, als der intelligenteste Mensch, der gelebt hat. Und nicht viel später werden sie klüger sein als die gesamte Menschheit zusammengenommen, also als die kollektive menschliche Superintelligenz. Weil die, dann werden wir eine Reihe von Problemen haben. Das eine ist das Kontrollproblem. Wie kontrollieren wir so eine Superintelligenz? Und die Antwort eigentlich ist, wenn es sie erstmal gibt, wenn sie erstmal da ist, können wir sie nicht mehr kontrollieren. So ist die, ist in der Lage, in dem Moment, wo Menschen anfangen, mit ihr zu kommunizieren, die ist so schlau, die weiß, was wir wollen, die manipuliert uns so, dass wir sie rauslassen und tun. Also mit welchen Mitteln auch immer, die muss nicht mal krude drohen, sondern die kann uns halt bestechen oder durch Versprechen anderer Dinge. Ich meine, wie, ich mache dich unsterblich, du brauchst den Tod nicht mehr zu befürchten, ich heile die unheilbare Krankheit deiner Frau, wie auch immer. Also, die haben dann Mittel und Wege und das ist also klar, es gibt keinen Weg, die zu kontrollieren. Dann ist das Ziel, okay, wenn man sie nicht kontrollieren, sollte sie auch wenigstens mit unseren Zielen, also soll sie wenigstens so handeln, dass die Ziele der Menschen oder der Menschheit mit den Zielen dieser Superintelligenz in Einklang stehen. Das ist natürlich, stößt auch auf viel Schwierigkeiten, abgesehen davon, dass wir das nicht wissen, dass es viel Streit darum gibt, was denn die Ziele jetzt der Menschheit eigentlich sind, dann im Einzelnen oder die Mittel, die eingesetzt werden. Und selbst wenn wir sie bauen, so sie sich aber selbst verbessert, so spätestens nach der dritten Generation, kann sie sich welche Ziele auch immer setzen, dann kann man nur hoffen, dass das Ganze passt. Es gibt über 50 verschiedene Arten, habe ich gefunden, wie so eine künstliche Intelligenz, wie was schief gehen kann. Aber im Wesentlichen, man sagen, gehören dazu alle Geisteskrankheiten, die man beim Menschen so kennt. Also die kann halt zum Psychopathen werden, die kann, keine Ahnung, schizophren werden, kann wie Fixationen auf irgendein Ziel entwickeln. Das sogenannte Paperclipping ist zum Beispiel so ein Szenario, wo eine AI, die eigentlich eine Fabrik, die Büroklammern produziert, steuert, dann anfängt, das gesamte Sonnensystem in Büroklammern umzubauen, weil das ist halt das, wozu sie da ist und nimmt halt dann keine Rücksicht auf irgendwas. Also plus jede Menge neue Geisteskrankheiten, die wir gar nicht kennen. Also das ist, Und so halt böse, instabil. Kann auch sein, dass sie sagt, was interessieren mich die Menschen? Also die indifferent AI, die halt einfach dann ihr Ding macht. Und dann AIs, die Kriege führen, dann AIs, die sich jetzt zu sehr als Beschützer aufhören, die uns nichts Gefährliches mehr machen lassen, die verwirrt sind, die deprimiert sind, die paranoid sind, also alles möglich. Ein anderes Problem ist aber auch noch, es könnte auch sein, dass selbst wenn wir es nicht schaffen, so eine Superintelligenz zu schaffen, wir auch untergehen, weil wir mithilfe der Superintelligenz Probleme wie, keine Ahnung, die Klimakatastrophe, andere Menschheitsprobleme langfristig, dass unsere Sonne irgendwann mal explodiert in ein paar Milliarden Jahren oder wir uns genetisch so sehr verändern. Also es kann sein, dass wir eben auch ohne künstliche Intelligenz auch zum Untergang verdammt sind. Hallo. Und ich hatte noch, verdammt. Gibt es aber umgekehrt jetzt noch das Paradies-Szenario, was, wenn wir so eine Superintelligenz haben, sie könnte im Prinzip uns alle unsterblich machen, also Ende des, alle Krankheiten kurieren, Armut beseitigen, Verbrechen beseitigen, Kriege beenden, all die Dinge, wonach man so als alle großen Menschheitsziele, nach denen man strebt. Das Problem ist,
Aber in dem Zusammenhang finde ich es irgendwie ganz schön bedrohlich, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, welche Mittel würde so eine übermächtige Superintelligenz dafür einsetzen? Und ja, was bliebe uns noch, um ein bedeutungsvolles Leben zu leben, wenn wir gar keine Probleme mehr zu überwinden haben, wenn das alles für uns gelöst ist? Üblicherweise werden Menschen, wenn sie so leben, wenn sie nichts zu tun haben, werden dann aggressiv und machen dann alles kaputt, nur damit das Leben wieder spannend wird. Also das ist insofern, ja, also die meisten jedenfalls. So, ja, und gut, das beste Ergebnis, ich glaube, ich habe den, ich glaube, der Slide war gerade schon kurz zu sehen. So, ja, das Beste eigentlich, was denkbar ist, ist, ja, dass wir uns mit künstlichen Intelligenzen irgendwie verbinden, dass die also nichts Externes sind, sondern dass wir so, wie wir jetzt Geräte wie dieses iPhone nutzen, wir halt dann einfach Zugang zur künstlichen Intelligenz haben und eben, wie auch immer das aussehen wird, das löst halt auch ganz, ganz viele der Probleme, die wir dort hatten, das Kontrollproblem und das Alignment-Problem. Also ja, jedenfalls nach allem, was ich gesehen habe, ist das der bestmögliche Ausgang. So, aber was, gut, was, und jetzt sind wir schon wirklich fast am Ende, der letzte Punkt. So ermächtigen statt übermächtigen, das ist so ein bisschen das Motto auch der Industrie, wenn sie versucht, uns zu beruhigen. So, dann kann man natürlich sagen, naja, okay, wenn die Superintelligenz dann kommt, vielleicht ist sie ja dann auch irgendwie nett, so wie die meisten Menschen halt auch nicht versuchen, so die Welt zu übernehmen, auch wenn sie intelligent und reich sind, sondern sagen, okay, ich kümmere mich mal ein bisschen um meinen Kram, dann wird das mit der KI auch schon so sein. So, IBM ist eine der wenigen Firmen, die sich sehr viel Mühe geben mit, ja, die so ein Ethics Board haben und ethisches, und das ist sozusagen das Motto von IBM, eine künstliche Intelligenz mit Verantwortung, künstliche Intelligenz, die, ja, vorurteilsfreies oder ja, neutral urteilt und die halt erklärbar ist, die, wo man halt die Entscheidungen, die sie macht, sagen kann, warum sie die getroffen hat. Letzteres ist durchaus ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, glaube nicht, dass das wirklich funktioniert, weil man kann das zwar feststellen, aber so letztlich alle bisherigen Lösungen und alle bisherigen AI-Systeme sind ja mehr oder weniger, ja, haben irgendeine Form von Bias, irgendeine Form von Vorteil. Das heißt, sie treffen Entscheidungen nicht aufgrund der Parameter, auf denen man sich wünschen würde, dass sie es tun, sondern ziehen irgendwas anderes ein, wie Hautfarbe zum Beispiel. So, ja, was kann man tun? Ein guter Ratschlag scheint mir zu sein, sich einen Job zu suchen, den man mag, weil Jobs, die Menschen mögen, werden wahrscheinlich eher nicht so schnell automatisiert werden. Warum sollte man Sachen automatisieren, die man gerne macht? Also da wird sozusagen der Drive nicht so groß sein. Dann ist auch, wenn man bei der Bundesagentur für Arbeit guckt, die viele Forschungsprojekte machen, geguckt, okay, wie werden sich denn jetzt die Jobs durch KI verändern? Und es ist nicht so, dass die Jobs alle wegfallen werden, also viele auch, aber bei den meisten werden bestimmte Tätigkeiten einfach wegfallen. Das heißt, man sollte da halt gucken, man anschaut, welche Tätigkeiten werden wahrscheinlich wegfallen, es werden neue Tätigkeiten dazukommen, sich also zu qualifizieren, in Bewegung zu bleiben und so, dass halt, ja, sich Jobs, auch viele Jobs verändern werden und nicht wegfallen werden. Dann hier ein wichtiger Punkt, künstliche Intelligenz zum eigenen Vorteil zu nutzen. Also ein wichtiger Punkt, warum ich
jetzt die Tognos gegründet habe, wenn die künstlichen Intelligenzen die Welt übernehmen, möchte ich gerne, dass ein paar davon auch meine sind und mir gehören, sodass ich da halt mitmischen kann. Und deswegen, ja, vielleicht nicht verkehrt zu lernen, wie man halt AIs nutzen kann für eigene Zwecke. Da muss man jetzt nicht zum AI-Experten, aber also die KI für sich arbeiten lassen und nicht selber für die KI arbeiten, ist sagen wir, der Punkt. Dann natürlich wachsam sein, zu gucken, welche, also künstliche Intelligenz kann zur Manipulation eingesetzt werden und zu lernen, wie und an welchen Stellen und dort ja, einfach sich ja, nicht manipulieren lassen. Wenn man denn künstliche Intelligenzen bekämpfen möchte, ist es auch zu vielleicht nicht verkehrt zu überlegen, die mit anderen künstlichen Intelligenzen zu bekämpfen. Das ist im Bereich jetzt ja, Cyber Warfare, also Auseinandersetzungen so auf Computerebene, ist das sicherlich auch ein Weg, aber anderen Bereichen auch. So, dann eine andere Sache, wir werden uns, glaube ich, nicht auf irgendwelche Regierungen verlassen können. Also wenn eine Erfahrung ist in ganz vielen technologischen Bereichen, Staat hinkt immer hinterher. Das ist so aus Prinzip so, das geht auch nicht anders. Gesetze werden halt in der Regel in der Vergangenheit gemacht und sind halt reaktiv und muss man jetzt auch nicht, es ist einfach so, und wenn Dinge sich schnell ändern, ist Regierung oder der Staat eigentlich immer spät dran. Aber ist halt so. Dann aber trotzdem nicht zu viel Angst haben, realistisch sein, aber eben nicht ignorieren, was kommt. So, ja. Soweit erstmal jetzt 209 Slides. Wir können jetzt noch mal so lange klatschen, weil es, glaube ich, richtig wäre, wie der Vortrag gedauert hat. Ich habe aber aufgrund sozusagen der fortgeschrittenen Zeit die Frage, ob jetzt noch unbedingt jemand eine Frage hat an Pavel Mayer, und würde doch aber, damit wir müssen hier ja irgendwann den Raum verlassen, vorschlagen oder darum bitten, dass wir maximal 3 Fragen noch stellen können, und dann haben wir ein geordnetes Ende. Ich höre keinen Widerspruch. Darf ich das als Bestätigung des Vorschlags nehmen? Und vielleicht müssen wir das mit dem Pavel einfach fortsetzen und hätten das vielleicht anders machen sollen. Aber allein vom Klatschen her waren, glaube ich, alle super zufrieden, dass du mal wieder deinen Grundsatz gelebt hast, nämlich alles, was man anfängt, zu Ende zu denken. Und dafür braucht man dann manchmal doch viel Zeit. Danke, Pavel. So, du wolltest selber als... Ja, hat jemand eine Frage? Eine habe ich eben, wie gesagt, derjenige... Ja, bitte, Simon. So rum. Oh. Nein, nicht übers Wasser gehen. Da könntest du untergehen. Ja, weil du ins Bild läufst. Ja, ich habe mir vorhin eure Demonstration angeschaut mit der Klassifizierung und Detektion von Objekten im Straßenverkehr. Mhm. Das hat mich total erinnert an das Demo-Video von Tesla von vorletztem Jahr, was ziemlich ähnlich aussah. Objekte wurden einfach markiert und auch klassifiziert. Wobei da immer das Problem ist, bewegende Objekte werden sehr gut erkannt, also andere Fahrzeuge, die sich bewegen, Fußgänger, stehende Objekte nicht so gut. Also gerade so Randstreifen oder stehende Fahrzeuge sind ein großes Problem. Hast du eine Ahnung, woran das liegt? Weil ich glaube, daran scheitert momentan auch noch so ein bisschen irgendwie, dass man sagen kann, okay, ich steige jetzt in mein Auto und das fährt mich dann nach Hause. Ja, gut, das lag unter anderem daran, dass die frühen Tesla-Systeme
tatsächlich die Bildauswertung relativ langsam war. Die haben ungefähr bei der Erkennung ungefähr nur mit 2 Bildern pro Sekunde eine Vollerkennung gemacht und dann mit klassischen Verfahren weitergetrackt. Also weil damals diese Systeme in den haben halt, also die dort eingesetzt werden, haben halt ungefähr, ja, ich glaube 150 CUDA-Cores, die das gemacht haben. Während das, was wir gesehen haben, so in Echtzeit ungefähr 3.000 bis 4.000 hat. Das heißt, es ist einfach Rechenleistung. Wir sind halt, das, was man gesehen hat, braucht ungefähr 20 Mal so viel Rechenleistung, wie vor 2 Jahren in einem Tesla zur Verfügung war. Aber das ändert sich natürlich auch relativ schnell. Und man muss sagen, die haben damals auch noch wiederum ASICs benutzt, teilweise auch, die halt auch schon ein paar Jahre älter waren, ja, die sie zugeliefert bekommen haben. Also Technologie ändert sich rapide in dem Bereich. Im Grunde genommen alle 3 Monate muss man gucken, ob es nicht irgendwas bahnbrechend Neues gibt. Um es kurz zusammenzufassen, ist es ein Problem, was man mit Rechenleistung erschlagen kann? Sowohl mit Rechenleistung als auch durch die Verfahren werden besser, die Trainingsdaten werden besser. Und sagt die Systeme in 2-3 Jahren, wie wir gesehen haben. Also das Interessante, warum dieses einfache Thema Klassifizierung auch so wichtig ist, dass sich herausgestellt hat, dass ein neuronales Netz, was sich gut für Klassifizierung eignet, kann man auch in anderen Varianten, in all diesen anderen Aufgaben hervorragend einsetzen. Das heißt, ja, insofern hat man gesehen, Fortschritt in der Erkennung. Also ich kann zum Beispiel auch bei dem YOLO, kann ich ein anderes Netz davor setzen und dann hinterher nur die letzte Stufe entsprechend trainieren. Und die Netze sind austauschbar. Und wenn ich eine bessere Architektur habe, ich dann mit weniger Rechenleistung, mit weniger Parametern aus und so. Hallo Pavel. Ja, ich habe eine ganz andere Frage, die eher politisch ist. Also technisch ist mir das auch bekannt, weil wir setzen solche Systeme, also ich nenne jetzt keine Firma, seit ca. 2013 schon ein. Die Software hieß damals Distiller. Ich sage jetzt auch die Firma nicht, könnt ihr selber raussuchen. Sonst ist das vielleicht zu leicht zu lösen. Und als wir das damals angefangen haben, also es sind Klassifizierungssysteme, die Dokumente klassifizieren. Mhm. Da kommt also Schriftverkehr rein, per Brief, wird aufgemacht, gescannt, auf diese Systeme geschickt oder Mails oder Faxe, was auch immer, wird alles als Grafikdatei auf diese Systeme geschickt und die machen dann eine Klassifizierung. Und da ist mir eins wirklich hängen geblieben, als wir damals damit angefangen haben, haben wir das natürlich alles ganz toll gefunden und waren sehr fasziniert so als Techniker. Es wurde dann eingesetzt, da wurde ein ziemlich großer Server für damalige Verhältnisse, ein großer Server gekauft, kannst du heute wahrscheinlich auf dem Handy machen. Ja? Mhm. Und dieser Server hat tatsächlich 80 Arbeitsplätze eingespart. Mhm. Diese eine Maschine hat ungefähr 3.000 Dokumente am Tag verarbeitet, also erkannt, ob es eine Beschwerde ist, ob es eine Adressänderung ist, was es auch immer für Dinge gibt, Kontoänderungen. Und man hat das dann so weit getrieben, dass die Sachen sogar komplett automatisch durchliefen. Dinge, die nicht erkannt werden konnten, zum Beispiel wenn Leute irgendwie die Handschrift nicht so sauber war, hat man dann mit sogenannten Distillerplätzen, mit Verifier-Plätzen in den Griff gekriegt. Da hat man also ganz wenige Leute reingesetzt, 3 bis 5, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, als auf dieses Dokument drauf zu gucken, sich von dem System zeigen zu lassen, was nicht erkannt wurde und das sozusagen dann von Hand eingetippt haben. Also mit menschlicher Hilfe sozusagen dem System auf die Sprünge geholfen hat. Ja, aber es hängen sehr viele Arbeitsplätze dran und das, was übrig bleibt an Arbeit, wird dann sehr stupide sein. Das heißt, der Kapitalist wird sich natürlich in die Hände klatschen, weil das ist genau das, was Leute, die eigentlich nur Gewinn machen wollen, brauchen. Sie können die Arbeit partitionieren, vereinfachen,
Und Sie können natürlich Ihren Gewinn maximieren, weil Sie einfach viel weniger Arbeitsplätze brauchen, also Arbeitskräfte brauchen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, vor allen Dingen, weil die Entwicklung wahrscheinlich viel schneller gehen wird, als du voraussagst. Also meine Voraussage ist 2-3 Jahre, dann wird die Luft brennen. Weil wie gesagt, die Systeme, die wir im Einsatz haben, sind schon seit 2003 oder 2004, weiß nicht genau, müsste ich nachgucken, im Einsatz. Und das ist Standard. Ja. Also es ist Standard. Und ich werde wieder keinen Namen nennen, aber es gibt große Versicherungen, die machen nichts anderes mehr. Läuft komplett automatisch durch. Also wenn du denkst, du schreibst da einen Brief, der von einem Menschen gelesen wird, vergiss es. Wird komplett automatisch verarbeitet. Nur wenn du anrufst, ja, dann hast du noch einen Menschen dran, weil das hat man noch nicht im Griff, aber man arbeitet dran. Ja. Dass man also so Bots hat oder so, die dann auch sich mit dir unterhalten können. Ja. Chatmäßig hat man das ja schon. Ja. Gibt auf vielen Seiten mittlerweile so kleine Chat-Symbole hier, sprechen Sie mit mir, aber da sind auch keine Menschen hinter. Ne. Das sind irgendwelche Algorithmen, die das dann handeln. Ja, was machen wir dann? Was soll dann in den nächsten Jahren passieren? Wo soll es hingehen? Also wir können doch nicht nur über die Technik sprechen, was möglich ist, sondern wir müssten auch als Informatiker, als Freaks, die dieses Jahr möglich machen, wie ihr zum Beispiel, der Politik Ideen geben, was sie machen können. Also meine Idee wäre zum Beispiel mal über das BGE intensiver nachzudenken, damit man dann sowas auch abfangen kann. Ja, also sag mal, jetzt natürlich die Automatisierungsdividende entsprechend zu verteilen und irgendwann das zu besteuern und so und ja, bedingungsloses Grundeinkommen wäre sicherlich ein Aspekt. Das Problem ist aber, dass das alleine das Problem nicht löst, weil wir wissen, so jetzt ungefähr 2/3, also für 1/3 der Leute wäre das wunderbar, die kämen damit wunderbar klar, aber die Annahme, dass alle damit gut klarkämen, sieht nicht so, also sieht dann so aus, dass 2/3 der Leute ungefähr Probleme damit hätten, dann irgendwie ihren Tag sinnvoll zu strukturieren, sagen wir es mal so, und hätten das Gefühl, zu nichts gut zu sein. Das heißt, das Problem müssen wir auch noch hinbekommen und ich sehe, wie gesagt, ich hab versucht, dort tatsächlich die Ansätze, also gibt da keine Silver Bullet meiner Meinung nach. Wir werden es nicht wirklich aufhalten können, so, weil es läuft ja schon. Und sag, das Einzige ist zu gucken, schon gesagt habe, dass man selber sich orientiert auf Bereiche, auf Jobs, die Spaß machen, die einem Erfüllung bringen, die ja vielleicht kann sein, dass das Handwerk irgendwann wiederbelebt wird und so. Und ja, die andere Sache ist, sich weiterqualifizieren und vielleicht selber auch im privaten oder beruflichen künstliche Intelligenz zu nutzen, um die für sich arbeiten zu lassen und nicht gegen sich. Das waren tatsächlich die besten Ansätze und Empfehlungen. Und gesagt, bei der Politik tatsächlich bin ich da so zum Pessimisten geworden, dass natürlich sagen kann, okay, Regulierung, ja, aber meistens, wenn man sich anguckt, wie das im Bereich jetzt das Internet mit Regulierung dann, wenn die sie dann kam, praktisch gelaufen ist, kann man sagen, okay, besser, also bei vielen Sachen habe ich das Gefühl, das hätte man doch besser auch gelassen mit der Regulierung. Insofern, ja, würde ich sagen, bin ich persönlich da bei Empfehlungen, ja, einzige Empfehlung an die Politik, nicht zurückfallen, so, sondern eben auch entsprechend für eine zielgerichtete Förderung in verschiedenen Bereichen sorgen, dass wir als Land nicht dann irgendwann ja, die zum sag mal, Billiglohnland für die Chinesen werden. Also. Aber damit wir jetzt dann doch irgendwie ein Ende finden, Martin Hase sitzt noch da und hat eine Frage. Die Debatte, die jetzt gerade nochmal durch Mirko angestoßen wurde, ist ja eine sehr nachvollziehbare. Die Gesellschaft ist immer mit dem technologischen Fortschritt falsch umgegangen. Und ich finde es andererseits falsch, wenn wir das nur an die Politik adressieren. Sondern im Grunde genommen muss jeder sozusagen für
die gesellschaftliche Entwicklung, die er gerade sozusagen miterlebt, miterleiden muss oder auch mitgestalten kann, Verantwortung übernehmen. Und das ist aber sozusagen eine Debatte, die wir woanders fortsetzen müssen, Pavel. Du hast 5 Jahre Abgeordnetenhaus hinter dir, du bist von der Politik frustriert, das sind wir alle, aber wir können uns trotzdem nicht aus der Verantwortung nehmen. Und deshalb müssen wir diese Diskussion im Rahmen von PAIRA und an anderen Stellen fortsetzen. Aber Ma hat vielleicht noch einen anderen Aspekt, der ebenfalls wichtig ist. Ja, also diese Geschichte mit der starken und schwachen Intelligenz, die scheint mir ein bisschen seltsam zu sein. Das wirkt so ein bisschen homozentrisch, also auf den Menschen bezogen. Stark ist das, wenn es dem Menschen ähnlich ist, und schwach, wenn es dem Menschen unähnlich ist. Aber ist nicht gerade die Schwäche vielleicht auch die Stärke? Denn ich meine, das ist ja jetzt auch schon so, Computer können Dinge sehr viel besser in Erinnerung halten, als Menschen das können. Und bei diesen vielen schwachen Ansätzen, wenn man eben die weiter ausbaut, dann ergibt sich doch da gerade auch eine Stärke, die gar nicht so in Richtung der menschlichen Intelligenz geht, aber vielleicht insgesamt sehr viel effizienter ist. Und du hast ja Beispiele genannt. Die Geschichte mit der Beeinflussung von Meinungen und so, das geht ja mit schwacher Intelligenz möglicherweise viel besser als mit starker Intelligenz. Und ich denke, es ist vielleicht vorteilhaft, wenn man sich mehr in die Richtung weiter bewegt, und es ist gleichzeitig auch natürlich ethisch problematisch. Also die Begriffe jetzt starke und schwache, also Strong AI und Weak AI, sind auch ein paar Jahrzehnte alt. Die moderneren Begriffe hatte ich auch genannt, nämlich heute spricht man lieber von General Intelligence, also allgemeiner Intelligenz. Und es gibt halt also aktuelle Systeme, die sozusagen, die wir jetzt haben, die schmalen AI-Systeme, wie man sagen würde, haben große Probleme mit dem Wissenstransfer. Das heißt, ein Kind hat jetzt relativ wenig Probleme, wenn es 3 oder 4 Mal eine Katze gesehen hat, dann halt neue Katzen zu erkennen. Und auch wenn es, also ich weiß, dass ein Hund Ohren hat, dann sagen, okay, ja, bei der Katze, das müssen jetzt auch Ohren sein. Während teilweise bei, ja, KIs brauchen halt, um Katzen zu lernen, musst du ihnen an die 1000 Bilder zeigen, und das ungefähr 10 bis 20 Mal so. Das heißt, da gibt es noch sagen, Unterschiede, und die Art zu lernen, also wie die Maschine und Lernen, ist halt sehr beschränkt und sehr teuer, und eben wir können nicht das Wissen übertragen. Und wie gesagt, beim Thema Übersetzung ist das Problem, dass natürliche Sprache offensichtlich an ganz vielen Stellen ein Verständnis erfordert, dass man auch eine Vorstellung davon hat, um Uneindeutigkeiten, Mehrdeutigkeiten auflösen zu können, um, ich meine, du gerade als Sprachwissenschaftler müsst ja wissen, wie ein Wort in einer Sprache in der anderen mehrere Entsprechungen hat und man dann die richtige rausfinden muss und umgekehrt. Und das kriegen die Rechner ganz schlecht hin bisher. Und wie gesagt, wenn die nicht ordentlich lesen und schreiben können, dann sind sie auch für viele Dinge nicht gut zu gebrauchen. Und deswegen will man halt also ja allgemeine, das Streben nach allgemeiner Intelligenz für die Dinger. Gut. Also, Pavel, den Dank hattest du bekommen, den wiederholen wir jetzt nochmal. Wunderbar, ich danke Ihnen, euch, dass ihr so ein tolles Publikum wart. Das war eine ungewöhnliche Matinee. Ich hatte es ja schon versprochen, dass wir mit Pavel jemanden haben, der das unendlich tief ausweiten kann. Was ich nicht vorher gesehen hatte, dass unser Versprechen so
stark missbraucht wird oder gebrochen wird. Aber ich denke, es war gut und richtig, uns diese Zeit zu geben. Ich hoffe, Sie denken darüber nach und ich kann Ihnen jetzt sagen, was noch die kommende Matinee ein Thema aufgreifen wird. Die kommende Matinee, oh Wunder, steht in diesem Jahr unter dem Vorzeichen des 50-jährigen Jubiläums der 68er. Das Thema eben die 68er, ihr Vermächtnis und der Umgang mit diesen. Sie wissen alle, die 68er haben der Bundesrepublik einen gewaltigen Schub gebracht in Form von Liberalisierung und Demokratisierung. Dieses wird gegenwärtig sehr stark angegriffen. Ich nenne jetzt keine Namen, weil jeder weiß, wen ich eigentlich meine. Und insofern werden wir mit Christian Ströbele eben dieses Thema angehen. Unter diesem Aspekt, was ist das Vermächtnis und wie reagieren wir bezogen auf den damaligen Ansatz mit der Forderung nach einer konservativen Revolte, die wir, glaube ich, alle hier nicht haben wollen, die wir zurückweisen müssen, um eben das, was mal erreicht wurde und eigentlich weiterentwickelt werden muss, weil die Gesellschaft immer noch nicht so ist, wie sie sein soll, nicht weiter angreifen, sondern eigentlich weiterentwickeln. Ich würde mich freuen, wenn Sie wiederkommen. Das Publikum heute war ganz anders als unsere anderen Veranstaltungen, die alle immer sehr, ich will nicht sagen profan politisch waren, sie waren aber ganz klar konzentriert auf ein politisches Thema. Hier waren es ja eben viele Themen. Und ja, tausend Dank, kommen Sie gut nach Hause, denken Sie weiter darüber nach, was Sie vielleicht für sich selbst, wie für die Kinder, die nächsten Generationen, zu diesem Thema meinen und mit diesem Thema machen wollen. Auf Wiedersehen. Thank you.